Der Stream läuft. Wir haben 10.03 Uhr und wir sind beschlussfähig. Deshalb eröffne ich die Fraktionssitzung. Wir kommen zu Tab 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Wir haben diesmal 4 nicht öffentliche Teile, einer davon fraktionsöffentlich, 3 komplett nicht öffentlich. Bei den Fraktionsöffentlichen geht es um die Moderation, um eine finale Abstimmung. Dann gibt es nicht öffentliche Teile Personalneueinstellung, Personal weitere Stellen und Personal WE-A, was auch immer das heißt. Wochenendarbeit. Wochenendarbeit, danke. gibt es Fragen, Klärungsbedarf zu den nicht öffentlichen Teilen? Okay. Olaf und dann Dietmar. Ich möchte noch einen nicht öffentlichen Teil beantragen. Es geht darum, dass ich der Fraktion was mitteilen möchte, was ich vorhabe. Und das sollte zumindest gemacht werden. Da bin ich gestern vom Ingo darauf hingewiesen worden, das nicht einfach so zu tun. Ich wollte es eigentlich einfach erst mal tun. Ja, und jetzt, was soll ich machen? Ich muss es jetzt erklären, ohne der Rest im nicht öffentlichen Teil, bitte. Okay. Also ich sortiere das einfach mal als nicht öffentlicher Teil Verschiedenes, als letzter nicht öffentlicher Teil an. Ich glaube, das ist dann für alle in Ordnung. Dann Dietmar. Ja, danke. Wir hatten in der letzten Fraktionssitzung ja beschlossen, dass die nicht öffentlichen Teile immer ans Ende geschoben werden. Ja, genau. Ja, das war aber nicht in Stein gemeißelt, sondern unter Berücksichtigung des Umstands, dass dann, nein, Frank, und lass mich doch bitte ausreden, unter Berücksichtigung des Umstands, dass wir gesagt haben, Thorsten wird mich gleich bestätigen, dass es viele Umstände gibt, die auch dafür sprechen könnten, diese nicht öffentlichen Teile vorzuziehen, wobei Thorsten gesagt hatte, ja, das muss nicht nur bei nicht öffentlichen Teilen so sein, sondern es gilt generell, dass die Anwesenheit aller nach Möglichkeit gegeben ist. So gilt das auch hier, erstens, was die Personalfragen angeht, zweitens, was diesen sehr wichtigen Teil der Abstimmung über die Frage der Moderation angeht. Heute sind mindestens Michelle und ich spätestens um 12:45 weg, 12:40 eher, unter Berücksichtigung der um 1 Uhr stattfindenden Pressegeschichte in Zusammenhang mit dem Effizienzteam. Ich persönlich muss noch etwas früher weg, weil ich nämlich direkt im Anschluss um 14 Uhr beim BLB in Düsseldorf Nord eine Sondersitzung habe, unter anderem wegen der Fachhochschule Bielefeld und der dortigen Kostenexplosion. Und Bochum und Dortmund auch noch Kostenexplosion. Und von daher möchte ich bitten, dass wir den nicht öffentlichen Teil wie schon gehabt nach der Pause durchführen. Dankeschön. Frank? Dietmar, Entschuldigung, wenn ich dann gerade so schnell reagiert habe. Ich habe ja nicht gesprochen, nur Gesten gemacht, weil was du gerade vorgetragen hast, waren meine Argumente letzte Mal, die bisherige Beschlusslage zu lassen und den nicht öffentlichen Teil nach der Pause zu machen. Insofern, ja. Ja, wir haben diesen Beschluss letzte Mal gefasst. Wir haben eigentlich eine relativ übersichtliche Tagesordnung. Wenn wir das jetzt nicht wieder tot diskutieren, könnten wir ziemlich zügig durchkommen. Wir können das natürlich jetzt auch durchdiskutieren, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Also wenn ich jetzt Gas gebe, dann bin ich ganz zuversichtlich. Okay? Vielen Dank. Gibt es sonst Fragen zu dem nicht öffentlichen Teil? Ansonsten würde ich fragen, wer ist dagegen, dass wir diese 5 Euro? Wer ist dagegen, dass wir diese nicht öffentlichen Teile inklusive dem Punkt Verschiedenes von Olaf durchführen? Du bist dagegen? Ach, dagegen. Nee. Dagegen, hört zu, Leute. Dietmar, runter. Ich sehe, es gibt keinen Widerspruch. Das heißt, wir führen die nicht öffentlichen Teile am Ende der Sitzung durch. Dann kommen wir zu Punkt 2, Bericht des Vorstandes. Und beim Bericht des Vorstandes beginnt wie immer der Ingo. Bitte schön. Schönen guten Morgen. Wir gehen diese Woche wieder mit einer total schicken Plenarübersicht raus. Die Texte sind entsprechend vorbereitet. Ich habe sie ausgedruckt. Ich lege sie gleich den antragstellenden MDL auf den Tisch mit der Bitte, die Texte gegenzulesen und mir mit der Paraffe versehen, korrigiert gegebenenfalls zurückzugehen. Und das noch im Laufe der Fraktionssitzung, sodass dann die Plenarübersicht heute Mittag rausgehen kann.
Ansonsten ein kurzer Hinweis zum Plenum. Die Anke kommt morgen und wird euch fotografieren. Wenn ihr also schicke Fotos haben wollt, dann lächelt und schminkt euch. Ansonsten, Jaroslav steht nach wie vor bereit, noch Videos aufzuzeichnen von unseren eigenen Anträgen, respektive von den MDL, die eingereicht haben, sodass wir das auch in Social Media dann gut streuen können. Ansonsten laufen die Vorbereitungen auf den NRW-Tag. Die MDL, die sich da beteiligen wollen, haben sich ja fleißig in die Doodle- bzw. PET-Umfrage eingetragen. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe in dem PET die Uhrzeiten und die Schichten nun verteilt. Das heißt, die Bitte an alle teilnehmenden MDL, da nochmal reinzugucken und die Uhrzeiten zu bestätigen, respektive zu Schichten zu tauschen, wie auch immer, sodass dann auch jeder Bescheid weiß, wann er an dem Stand zu stehen haben soll. Ansonsten Merchandising-Artikel und Co. sind bestellt. Das läuft alles. Die Planungen sind soweit ganz gut fortgeschritten und damit wäre ich fertig. Achso, ja, und heute, was Herr Dietmar schon angekündigt hatte gerade, deswegen habe ich schon wieder weggeleucht, 13 Uhr Pressekonferenz zum Effizienzteam zusammen mit der CDU und FDP. Kurze Rückfrage von mir dazu. Die Uhrzeiten, die du bis jetzt angegeben hast, sind noch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Ich hätte da nämlich noch ein paar Änderungswünsche. Er hatte ja gerade, vielleicht habe ich zu schnell gesprochen, dann ja, sehe ich es mir nach, hatte gesagt, also jeder darf da gerne reingucken und Schichten tauschen, wenn einem die Uhrzeiten nicht passen. Aber da fände ich super, wenn ihr dann untereinander tauscht und das dann direkt auf einem kurzen Dienstweg miteinander besprecht, sodass jetzt ich nicht eine Woche vorher feststelle, da ist jetzt plötzlich gar keiner mehr am Stand. Das wäre dann blöd. Gut, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Bericht des Vorstandes, der Nico. Ja, vielen Dank. Ja, Plenarwoche, Überraschung. Das war natürlich ein wichtiges Thema. Wir haben eine Aktuelle Stunde platzieren können. Außerdem war Vorbereitung NRW-Tag Thema. Da bemüht sich Max noch, sag ich mal, die noch weitere Unterstützung zu bekommen. Aber ich glaube, wir sind auf einem, Ingo, weiß nicht, zufrieden, sagen wir mal, ausreichend zufriedenstellenden Stand, was die Besetzung angeht. Aber vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Da sind wir noch dran. Dann ist noch weiter im Klärungsprozess die Raumfrage mit der Verwaltung und da bin ich unzufrieden an der Stelle. Da muss noch weiter verhandelt werden und ja, bin aber da mit dem Verlauf nicht wirklich zufrieden und muss mir überlegen, wie es an der Stelle weitergeht. Da werde ich mir Gedanken machen und gegebenenfalls dann nochmal mit einer Beschlussvorlage auf euch zukommen. Da habe ich aber noch nichts Spruchreifes. Ja, soweit dazu. Ansonsten auch gerne Vorstandsprotokoll en Detail. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Rückmeldungen. So kommen wir schon zum nächsten Job. Das ist Vorbereitung Plenum. Wir machen das, denke ich, also ich mache das jetzt so wie letztes Mal, dass wir jetzt mal kurz durchscrollen und einfach gucken, wo fehlt eventuell noch eine Abstimmungsempfehlung oder ein Redner. Das ist bei der aktuellen Oliver. Ich wollte nur, dass du beachtest, dass wir noch zwei Änderungsanträge oder beziehungsweise dass ja doch zwei Änderungsanträge haben. Kai, Frank, Kai und dann Frank. Also ich das sind was? Bitte nochmal. Es sind zwei Tops im Pad. Die Änderungsanträge sind als zwei Tops im Pad. Nein. Du bist bei Vorbereitung Plenum, was ja hier Top 5 ist, glaube ich, oder 4. Und Oliver hat gesagt, achte bitte auf die Änderungsanträge und das ist nämlich Top 3. Warum das jetzt zwei Tops sind, ist mir nicht klar, aber wenn du jetzt das Wort erteilst, dann würde ich gerne zu Top 3 reden, nämlich zu den Änderungsanträgen. Ich habe hier bei mir als Top 2 Bericht des Vorstandes, als Top 3 Vorbereitung des nächsten Plenums in Klammern Anträge, Änderungsanträge und Entschließungsanträge stehen. Genau, und danach steht Top 4 Vorbereitung des nächsten Plenums. Oh. Darauf hat der Oliver gerade hingewiesen. Und wenn das dann verarbeitet ist, würde ich gerne zu Top 3 reden. Ich glaube, das ist eine nicht beabsichtigte Doppelung. Sehe ich das richtig, Olli? Ich wollte, also die Sache ist eigentlich, das schneller zu machen, erst schnell die Änderungsanträge durchgehen und dann
eben nur die Punkte im, in dem Plenumsding, die unklar sind oder wo noch was fehlt. Aber ich glaube, wir machen das nämlich wieder zusammen. Trotzdem haben wir halt zwei Änderungsanträge, wenn ich das richtig sehe. Ja, nicht ganz so, okay. Ja, darf ich dann dazu? Kai, bitte. Okay, also der eine Änderungsantrag ist natürlich der im Umlaufbeschluss stand, der zum Antrag der FDP zum Nichtraucherschutzgesetz den Aspekt der E-Zigarette noch aufgreifen soll. Dem Antrag der FDP sollten wir zustimmen soweit. Wir wollen dann nur den Aspekt der E-Zigarette noch etwas höher anstellen und darauf hinweisen, dass da im Prinzip auch evaluiert und überdacht werden soll, was die E-Zigarette betrifft. Das ist der eine. Der andere ist noch nicht fertig, kommt aber heute auch noch, ich hoffe bald. Der ist nämlich zu Top 7, Erneuerbare Energiengesetz von der CDU. Da ist die Abstimmungsempfehlung dagegen. Und wir werden, weil die Beschlussfassung, die im Antrag steht, der kann man eigentlich nicht widersprechen. Da wird einfach nur gesagt, die Regierung soll dazu Stellung nehmen, die Regierung soll da nicht untätig sein. Da kann man nicht dagegen sein aus unserer Sicht. Nur wir kommen aus einer anderen Richtung. Deswegen ändern wir da den Prosatext und packen einen Entschließungsantrag dagegen mit der gleichen Beschlussfassung. Der kommt auch noch. Ist jetzt ein bisschen schwierig, den hier abzustimmen, weil er noch nicht fertig ist. Ja, damit haben wir das dann alles geklärt, oder? Oder Frank, du hattest dich eben noch gemeldet? Genau, ich habe jetzt bin gerade ein bisschen gehandicapt, da jetzt noch einen Antrag einzutragen, den ich eben per E-Mail rumgeschickt habe. Und zwar geht es um Entschließungsantrag. Das ist im Slot, im Redeslot-Pad ist das markiert oder angekündigt mit dem Entschließungsantrag. Der geht um Gesetzentwurf Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur Anpassung weiterer Rechtsvorschriften. Im Entschließungsantrag wollen wir aufmerksam machen darauf, dass das Gesetz in keinster Weise hier anständig behandelt wurde. Es geht um die Übernahme eines Bundesgesetzes, Bundesgesetzgebung in Landesgesetzgebung. Das heißt aber nicht, dass das Land alle schlechten Sachen aus dem Bund übernehmen muss. Es hat sich hier niemand mit dem Gesetz beschäftigt. Das ist im Plenum im März ohne Debatte eingebracht worden, mit Rede zu Protokoll. Es ist im Ausschuss nicht vernünftig behandelt worden. Anhörung, die wir beantragt haben, ist sabotiert worden. Es geht hier, wie gesagt, den Antrag hat jeder per Mail vorliegen, darum auf diesen Vorgang aufmerksam zu machen. Konkret nochmal die Überprüfung des E-Mail-Gesetzes, was nämlich hier wieder eingebracht wird, also in Landesrecht übergeführt wird und immer ja noch nicht anständig ausgearbeitet ist auf Bundesebene. Also das nochmal zu fordern und zum Thema Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planfeststellungsverfahren, das ist der Hauptteil des Gesetzes, halt auch vernünftige Vorgaben zu machen, so wie es in Baden-Württemberg gemacht wurde. Ja, wie gesagt, ihr könnt ihn alle lesen, ich bitte um Zustimmung, der soll morgen eingebracht werden. Gut, dann haben wir die Änderung zum Nichtraucherschutzgesetz, die läuft gerade im Umlaufbeschluss. Der andere Änderungsantrag kommt noch und bei dem konnten wir jetzt dann... Ja, ich habe das kurz vor 10 leider erst die... Seit dem Wochenende oder seit gestern? Der ist durch, okay. Nee, der ist nicht durch, aber der ist um 10 Uhr morgens vor der Fraktionssitzung zu Ende. Dann ist der vor 18 Minuten beendet worden, gut. Und da ist noch eine Meldung von Nico. Und deinen Entschließungsantrag sollten wir jetzt abstimmen. Gut, wer kann dem Entschließungsantrag von Frank folgen? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Schönen Dank, also ganz entspannt mitschreiben. Müssten wir auch, weil der Umlaufbeschluss noch nicht richtig... Das Quorum ist nicht erreicht worden, sagst du? Könnt ihr uns kurz involvieren, damit ich hier irgendwas abstimmen kann?
Also, Kai sagt, das Quorum ist nicht erreicht worden bei dem Umlaufbeschluss. Wir haben jetzt nur über die Gründe gesprochen. Entschuldigung, du hast völlig recht, Jaroslav. Da das Quorum aber nicht erreicht worden ist, stimmen wir den jetzt ab. Abstimmen. Gut, da das Quorum nicht erreicht worden ist bei dem Umlaufbeschluss von Kai, stimmen wir Kais Antrag, Änderungsantrag auch noch ab. Wer ist dafür, dass wir den so einbringen? Das ist einstimmig. Vielen Dank. Wunderbar. Damit haben wir die... Nico? Ja, noch nicht alle Änderungsanträge. Zumindest einen haben wir noch zum CDU-Antrag. Moment, das habe ich zur Europawahl. Wie heißt er? Auf jede Stimme kommt es an. Europawahl am 25.05.2014 nutzen, um die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Also man merkt schon, da ist so, das ist so ein Wohlfühl-Rhetorik-Antrag. Die SPD-Grüne haben auch schon einen eigenen Änderungsantrag ebenfalls gemacht, weil sie da auch Probleme, ein paar Probleme mit haben. Wir haben unsere eigenen Probleme natürlich damit, wollen auch unsere eigene Position klar machen. Das ist jetzt auch kein Wahnsinns, kein Teufelswerk, was da drin steht. Geht nur so um ein bisschen eigene Deutlichmachung wo und eigene Schwerpunktsetzung. Nichts Wildes und ging jetzt gerade eben per E-Mail auch mal rum als Antragstext. Gab leider da irgendwie ein Serverproblem oder was, deswegen auch etwas kurzfristig. Aber wie gesagt, nichts Wildes und ich hoffe, dass das auf eure Zustimmung trifft. Vielen Dank. Kurz die Mails auf. Gut, dann haben wir auch noch diesen Änderungsantrag. Wer kann diesem Änderungsantrag so zustimmen? Den binde ich um das Handzeichen. Birgit, du auch, oder? Danke, dann haben wir es nämlich einstimmig. Gut, dann haben wir den Änderungsantrag auch. Vielen Dank. Frank? Ja, es gibt noch einen weiteren, der ist allerdings jetzt gerade erst in Arbeit, einen weiteren Entschließungsantrag. Und zwar geht der um den Antrag, ich suche gerade den. Aber dann können wir den genau wie Kais jetzt noch nicht abstimmen, oder? Wenn er leider noch recht. In Arbeit ist. Ich wollte es dann trotzdem kurz ankündigen. Und zwar geht es um einen Zusatzantrag zum Antrag der FDP-Fraktion am Donnerstag, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs beachten und anlasslose Vorratsdatenspeicherung verhindern. Und wir werden ihn dann vorlegen, wenn er da ist und wahrscheinlich dann im Umlaufbeschluss bestimmt ist. Ja. Gut. Vielen Dank, Frank. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Anträge durch. Ja, das heißt, wir kommen jetzt zur Übersicht des Plenums, Redeslots und Abstimmungsempfehlungen. Und wie eben bereits angekündigt, scrollen wir das jetzt mal eben durch. Ich sehe, bei Punkt 1 ist alles vollständig, Punkt 2 auch. Jetzt haben wir 3 demografiefeste Gesetze, Richtlinien und Verordnungen in Nordrhein-Westfalen. Da sehe ich weder einen Redner noch eine Abstimmungsempfehlung, einen Referenten oder eine Stellungnahme. Joachim. Ich habe da gerade mit Dietmar noch ein bisschen drüber salbadert. Das ist auch schwierig. Erstens berührt es Punkte, die gerade in der Enquete gemacht werden. Und wenn da steht, also erstmal, was in dem Antrag drinsteht, ist alles nichts Schlimmes. Dietmar machte gerade die Bemerkung, es ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Unternehmensberatungen, wie PricewaterhouseCoopers, weil es muss dann jeder Entwurf irgendwie auf Demografiefestigkeit abgeklopft werden. Das Problem ist aber, die Demografie selber ist nicht fest. Also, wenn sich da keiner findet, ich glaube, ich müsste die Rede sogar selber schreiben oder Elisabeth hilft mir. Dann würde ich das machen. Abstimmungsempfehlung. Punkt 3. Abstimmungsempfehlung. Ich tendiere momentan so ein bisschen zur Enthaltung. Du eher zur Ablehnung, ne? 3. Demografie. Ja, das habe ich nämlich gestern Abend, ich war mit Michelle veranstaltet, der wollte da nämlich auch zu reden. Da haben wir gestern Abend schon noch drüber gesprochen, weil das eigentlich ja in den Hauptausschuss hingehörte, das ist ja eine direkte Abstimmung, richtig? Ja. Also ich hatte den gestern darauf angesprochen, weil ich den
Ich hatte den gestern darauf angesprochen, weil ich mir den Antrag angeschaut habe und hatte ihn gefragt, ist das nicht eigentlich deine Baustelle? Weil ich auch gesehen hatte, dass sich dann jemand eingetragen hatte und da hatte der Michel... Und dann hatte der Michel sich den Antrag gestern Nachmittag nochmal angeguckt und sagte, ja, hast du recht. Und sagte, er würde das übernehmen. Er hat mir aber auch gerade geschrieben, der steht ja im Stau und kommt halt jeden Moment. Vielleicht können wir dann, ja, dann die Sekunde noch warten. Dann würde ich den Punkt 3 zurückstellen, wenn der Ingo jetzt auch wieder da ist, den Punkt 3 zurückstellen, bis der Michel da ist. Du, Toso, hattest noch, dich noch gemeldet oder hat sich das damit erledigt? Danke. So, Punkt 4 ist in Ordnung, Moni und Ausschussüberweisung. Punkt 5 auch. 6 auch. 7. So, dann haben wir ja 8, Entscheidungsunfähigkeit oder Entscheidungsunwilligkeit, Neuausrichtung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes endlich vorantreiben. Redner Dietmar mit Failback Grumpy. Ich setze meine Brille wieder auf, okay. Da fehlt eine Abstimmungsempfehlung. Das ist gar nicht so unpassend. Da fehlt eine Abstimmungsempfehlung. Ja, bei 8, was ich gerade vorgelesen habe. Direkte Abstimmung, Schatz. Ja, FDP-Antrag ist direkte Abstimmung. 8. Nein, genau. Dankeschön. Dann haben wir die Fragestunde, dann 10. Verantwortung für die Bevölkerung war. Oh, eine. Scheiße, wollten wir überhaupt nicht vorher noch reden? Das stimmt, wir wollten einfach nur kurz. Dann redet ihr in der Pause. Ihr redet in der Pause und tragt das dann bitte ein. Danke. Dann ist 10, Verantwortung für die Bevölkerung wahrnehmen, PCB-betroffene Lehrkräfte, Eltern und Schüler nicht alleine lassen. Unsere Redner, Olaf, Moni oder Lukas, habt ihr da inzwischen eine Entscheidung getroffen? Wir kämpfen das heute Mittag aus. Ihr kämpft das heute Mittag aus und, ja, und tragt das dann bitte selbstständig ins Pad ein, ja? Ich habe die Neben im Einzelhaus. Okay. Ein Quasselkopf heute hier. Abstimmungsempfehlung natürlich dafür. 11 ist vollständig, 12 auch. 13, da redet der Lukas, aber da fehlt eine Abstimmungsempfehlung. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen muss jetzt die Bereichsausnahme für den Rettungsdienst schaffen, ehrenamtliche Strukturen im Rettungsdienst sichern. Der Antrag ist mir erst gestern Nachmittag zugeflogen. Ich muss mich da heute noch einarbeiten, deswegen... Denkst du aber nichts, selber dran, die Abstimmungsempfehlung noch bleibt mir nichts anderes übrig, als das nachzuliefern, ja. Danke. 14 ist safe, 15 auch. 16, Lukas, transatlantisches Freihandelsabkommen. TTIP darf die kulturelle Vielfalt in NRW nicht gefährden. Die Abstimmungsempfehlung. Komisch. Verstehen. Das ist unser Antrag, natürlich sind wir dafür. Finde ich gut, dass du den Mitdenken voraussetzt. Was? Ja, das tut er. Da habe ich schon lange nicht mehr. So, 17. Ein gemeinsamer Antrag ist angedacht, daher noch keine finale Abstimmungsempfehlung. Das ist der weiterhin der aktuelle Stand, Nico? Nico? Ja, sich dazu... dagegen zu verhalten, ist wahrscheinlich nicht klug, von daher Enthaltung und dann dem eigenen Antrag natürlich zustimmen. Dann trägt das bitte irgendwer da ein. Danke. 19 ist von der TO geflogen, okay. 18, Rede zu Protokoll, Redner ist Michel, oder muss er ja eine Rede schreiben? Okay. Wird es wohl aufnehmen. 19 auch Rede zu Protokoll, Dietmar, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Okay, 20. Ach, das ist das, wo dann möglicherweise noch der Entschließungsantrag kommt. Danke. 21 ohne die Einbringung, okay, ohne Debatte, Zustimmung. Blub. 24 Zustimmung. 25. 26, 27. Gut, dann kommt der Donnerstag. Ist das jetzt irgendwie... Eine Nachricht der Stunde, aber das ist doch ohne Debatte 24, oder?
Ah, ja, okay, stimmt, da steht ohne Debatte. Und für den Fall, dass spontan debattiert wird, würdest du das dann machen? Auch eine schöne Nummer. Jo. Ist das jetzt irgendwie ein Trend, dass ihr immer irgendwie ein Fallback irgendwie dazu schreibt oder was? Wir sind jetzt bei Donnerstag, Punkt 1. Da haben wir die Aktuelle Stunde mit Redner Dietmar und Hans-Jörg und Fallback Kai. Ja, das ist so ein Team. Cool. Gut. Zwei. Unterrichtung der Landesregierung, deshalb keine Abstimmung mit Moni. Dann drei. Einbruchskriminalität in Nordrhein-Westfalen auf Rekordniveau. Unser Redner Frank. Abstimmungsempfehlung bitte. Muss ich nachtragen, da ich seit heute Nacht erst weiß, dass Dirk nicht kommt, aus familiären Zuwachsgründen oder so ähnlich, werde ich das übernehmen. Ich weiß nicht, Moment, ich weiß nicht, ob es schon da ist. Es ist unterwegs. Ach so, ist okay. Unterwegs. Insofern, ich werde das aber gleich nachtragen. Danke. Diesbezüglich ist die Fraktion ja äußerst produktiv. So, 4 ist vollständig, 5 unser Antrag natürlich auch, 6 Frank und Zustimmung, 7 Redner Olaf und Oliver, ist Block 2. Beantragung groß einfach, okay. 8, bitte. Da vielleicht an Frank, Frage zu Top 6, der Antrag der FDP, ja, eigentlich nur die Umsetzung des EuGH-Urteils. Können wir uns da nicht anschließen? Frank? Das hatte ich ja eben gesagt, dass wir uns da mit einem Entschließungsantrag noch bemerkbar machen, wer gerade in Arbeit ist. Gut. 8 ist vollständig, 9 auch, 10 auch, 11 Achtung, Änderung ohne Debatte. Zustimmung, 12. 12, Olaf, Schulsozialarbeit, Landesregierung ist in der Pflicht, dagegen oder Enthaltung, hast du dich inzwischen entschieden? Ja. Moni? Ich habe den Antrag gelesen, ich hätte gern ganz kurze Begründung, warum wir dagegen sind. Ich habe das vordergründig nicht verstanden. Kann ich sagen, weil die CDU in dem Antrag, vor allem wenn man vorne die genaue Ausarbeitung sich anguckt, wer für was wann zuständig ist, für mich meiner Meinung nach ein sehr künstliches Konstrukt aufbaut, warum das Land zuständig ist. Meiner Meinung nach ist verfassungsgemäß nach den Gesetzen und vor allem nach den SGB-Gesetzen eigentlich der Bund zuständig. Aber hauptsächlich, aber Sie schreiben da jetzt hauptsächlich, beziehungsweise Sie trennen es auf zwischen diesen zwei Arten von Schulsozialarbeitern. Also die einen Schulsozialarbeiter, erklären Sie auch, warum die eigentlich beim Land angesiedelt sind und wollen die anderen genauso beim Land ansiedeln. Und möchten ja auch, dass das Land die vollständige, also eigentlich, das ist die Aussage von der CDU, das Land ist völlig verantwortlich dafür und nicht der Bund. Und die kann ich eigentlich so nicht unterschreiben, also ich für mich nicht. Also ich sehe da eher den Bund in der Pflicht bei der Schulsozialarbeit. Wenn man jetzt sagt, auch das Land hat eine Verpflichtung, okay, rein sauber wäre es eigentlich meiner Meinung nach hundertprozentig Bund. Die einzigste Verpflichtung, in Anführungsstrichen, die jetzt das Land hat, ist nach dem, gut, wenn ich vom Bund nichts kriege, muss ich es machen, weil es einfach sonst zu schlimm wird. Aber nicht nach dem Motto, ich bin auch verfassungsmäßig verpflichtet dazu. Das sehe ich eigentlich nicht so. Dann warte jetzt, ja, Moni, wolltest du direkt erwidern, dann Dietmar bitte. Ja, ich glaube, ich will jetzt hier auch keine Debatte darüber aufmachen. Also ich könnte mich vielleicht mit einer Enthaltung anfreunden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht so. Es gibt zwei Sorten von Schulsozialarbeitern. Die einen kommen aus dem StGB, die sind für, sage ich mal, soziale Unterstützung. Es gibt Sozialarbeiter, die unterstützen im Unterricht oder die haben eine schulische Aufgabe und die sind auf Landesebene angesiedelt. Da würde ich schon sehr genau differenzieren. Und wie gesagt, vielleicht setzen wir uns einfach nochmal zusammen, kurz 10 Minuten und klären das dann. Das macht, glaube ich, jetzt in der großen Runde nicht so richtig viel Sinn, wenn das so für die anderen okay ist. Finde ich gut. Sonst hätte ich aber noch Meldung erst Dietmar und dann Daniel.
Wenn das zeitlich machbar ist, dass ich nicht weiß, und wann, das müsste ja dann wahrscheinlich heute sein, würde ich gern dabei sein. Ich möchte an einen Punkt erinnern. Wir haben in der letzten Haushaltsdebatte immer wieder betont, dass dann, wenn die Landesregierung es nicht schafft, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die 100 Millionen fließen, eintreten muss, und zwar zur Entlastung der Kommunen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben es derzeit auch noch mit der Situation zu tun, dass die Bundesregierung, dass der Bund von den Kommunen 80 Millionen oder 40 Millionen, weiß ich gar nicht, 70 Millionen zurückfordert aus diesem Pott. Und von daher, und wir haben die Situation, dass, und das hat auch die Bundesregierung in Form von Staatssekretär Kampeter gestern oder vorgestern nochmal deutlich erklärt, dass die Leistungen aus dem Bundesteilhabegesetz definitiv nicht vor 2018 fließen. Auch das ist zum Beispiel ein Bestandteil, aus dem zumindest teilweise die Schulsozialarbeit über diesen indirekten Weg bisher... Ja, aber gut. Leute, ich bin sogar dafür, diesem Antrag zuzustimmen. Also von daher... Die Frage der Zuständigkeit ergibt sich immer dann, wenn das Land es nicht schafft, auf Bundesebene hier durchzuschlagen. Genau. Daniel? Ja, auch wenn ihr euch heute Nachmittag zusammensetzen wollt, also ich finde es eigentlich gut, dass wir genau dann an der Stelle hier darüber reden. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich heute Nachmittag an so einer Arbeitsgruppe in irgendeiner Form teilnehmen will, weil inhaltlich kann ich nicht allzu viel dazu beitragen. Vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, irgendwie ist dem Antrag zuzustimmen, so ungefähr, so Pi mal Daumen. Ja. Deswegen so diese Diskussion würde ich eigentlich schon gerne verfolgen. Also gerade das Thema Schulsozialarbeit haben wir ja jetzt nun mal einige Male auch hier im Landtag schon gehabt während dieser Legislaturperiode. Wir haben uns ja auch immer sehr deutlich dazu positioniert und ich fände es irgendwie schon gut, wenn wir das, also wenn ihr euch dann heute Mittag trefft, wenn wir das irgendwie dann nochmal zurück in die Fraktion tragen können. Ich sag mal ganz egoistisch, damit ich mir selber auch nochmal gegebenenfalls ein Bild machen kann und unter Umständen auch anders abstimmen kann und mein Bauchgefühl dann Folge leisten möchte. Toso, du möchtest bitte bei Bauchgefühl nicht lachen, wenn ich doch, davon rede. Ich kann das ja nachvollziehen. Ja. Olaf und dann Moni. Ja, sowohl als auch. Ich muss dir eigentlich recht geben, weil gerade da sehe ich jetzt auch eine Menge, man kann eine Menge Argumente bringen und eigentlich ist es trotzdem fast immer noch selber eine Entscheidung von einem persönlich, welchem man eher folgt. Zum Beispiel stimmt das, wir haben ganz klar gesagt, wenn das Land es nicht schafft, vom Bund das Geld zu bekommen, ist es selbst verpflichtet. In dem Antrag ist aber mehr oder weniger, der Land hat gar kein Recht, daran Bund nachzufragen. Das wäre nämlich zum Beispiel schon der Punkt, warum ich höchstens Enthaltung sagen könnte, also auf keinen Fall dem Antrag zustimmen kann, weil da, wie gesagt, schon drin ist, steht, das Land hat gar kein Recht nachzufragen. Da wird es nämlich dann schon schwierig und das ist nämlich dann das Recht, das hat er... die mal gerade eingeschmissen, das gibt es nicht. Doch, das Recht leitet sich aus dem SGB II ab, das leitet sich aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ab und da ist dieses Geld nämlich nochmal ein Extrabatzen. Das Bildungs- und Teilhabepaketgeld, was jetzt zurückgefordert wird, hat nichts direkt mit dem Schulsozialarbeitergeld zu tun oder mit dem Geld, was für die Schulsozialarbeiter geflossen ist. Der Umstand war der, das Bildungs- und Teilhabepaket wurde eingeführt, dann wurde gesagt... Oder dann wurde festgestellt, dass das Ganze irgendwie nicht so richtig läuft. Ich meine, bei diesem Bürokratiemonster kein Wunder. Und dann ist unter anderem, aufgrund dieses Argumentes, ist dann die Schulsozialarbeit vom Bund finanziert worden. Der Bund hat es allerdings über einen ganz komischen Umweg gemacht. Er hat gar nicht die Schulsozialarbeit in dem Sinne finanziert, sondern er hat einfach gesagt, ich zahle so und so viel Prozent mehr bei Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld 2-Empfänger und dieses Geld ist dafür ausgegeben worden. Dann ist gesagt worden für 2011, da ist nämlich jetzt die Vermischung mit dem BUT, dass das Geld, was 2011 nicht ausgegeben worden ist von dem BUT, jetzt auch in diesem Jahr für Schulsozialarbeit verwendet werden kann. Die Rückzahlungen sind die Zahlungen ab 2012, wo der Bund ganz einfach sagt, ist nicht dafür ausgegeben worden, wir wollen das Geld zurückhaben. Ob das jetzt rechtens ist, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil da klagt auch jetzt das Land gegen den Bund, weil es nicht will, dass dieses Geld zurückgehalten wird. Der Bund hält das Geld jetzt einfach über drei
Stufen zurück. Also diesen Monat ist schon das Geld nicht geflossen, ein Drittel des Geldes, nächsten Monat wieder und dann und so fort. Das sind nämlich jetzt so diese Vermischungen vom BUT und so weiter. Womit auch die CDU sehr argumentiert oder womit sie auch argumentiert in dem Antrag, ist, dass ja es jetzt nicht mehr zu solch einer Schwierigkeit kommt, die BUT-Mittel zu beantragen. Sie werden ja derzeit beantragt. Klar, weil derzeit gibt es die Schulsozialarbeiter dafür, die den Leuten dabei helfen, diese Anträge zu stellen. Wenn sie die jetzt wieder wegfallen lässt, hast du wieder das Problem, dass die wieder nicht mehr beantragt werden. Also ich kann nicht dieses Argument, finde ich, von der CDU da bringen, das war nur ein Anschieben, jetzt können die Leute von alleine beantragen. Es sind neue Kinder. Es sind nicht die Kinder vom letzten Mal und es sind neue junge Familien, denen auch genauso geholfen werden muss wie vorher. Und deswegen sehe ich auch weiterhin die Verantwortung ganz klar beim Bund. Denn nur das Geld zur Verfügung zu stellen, aber den Leuten nicht ermöglichen, an dieses Geld zu kommen, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Also ist, finde ich, nicht in Ordnung. Und ja, deswegen ist auch weiterhin der Bund in der Verantwortung. Ja. Moni. Ja, das, was du sagst, ist richtig. Aber ich glaube, diese Differenzierung, was Schulsozialarbeit, es gibt nicht die Schulsozialarbeit. Es gibt eine klare Verpflichtung der Kommunen. Es gibt eine klare Verpflichtung der Bezirksregierung des Landes mit völlig anderen Aufgaben als Sozialarbeit, die aus dem BOT folgt. Ich kann da jetzt auch nichts zu sagen. Ich müsste mir den Antrag jetzt tatsächlich noch mal ganz, ganz in Ruhe durchgucken. Habe auch nicht viel Zeit, aber wäre einfach dafür, lass uns den Dietmar auch noch mal oder lass uns den noch mal alle drei durchgucken und wir würden euch dann mit einer Mail irgendwie kurz informieren, wie wir die Dinge sehen, auch wenn wir sie unterschiedlich sehen, dass ihr dann, wie du sagst, euch da entscheiden könnt. Aber ich kann das hier jetzt auch nicht diskutieren, weil dann muss ich den Antrag vorliegen haben und muss mir das nochmal Satz für Satz genau anschauen. Ansonsten macht das für mich keinen Sinn. Finde ich gut. Und der Dietmar will noch zwei Sätze sagen. Ich bin gespannt. Zwei Sätze zum Parlamentarismus und der Situation im Landtag. Erstens, das ist ein Oppositionsantrag, und zwar ein klassischer, klarer, glasklarer Oppositionsantrag, zweiter Halbsatz, Landesregierung massiv unter Druck setzt vor dem Hintergrund eines miserabel schlechten Verhandlungsergebnisses auf Bundesebene im Rahmen des GroKo-Vertrags. Punkt. Vielen Dank. So, wir haben ja eine neu konstituierte Arbeitsgruppe, die uns dann am Ende der Tagung über ihre Ergebnisse informieren wird und uns dann eine Abstimmungsempfehlung, vielleicht auch drei, das werden wir sehen, geben wird. Wir stimmen jetzt über die Moderation der Arbeitsgruppe ab. So, dann kommen wir zu Punkt 13, das ist vollständig, 14 auch. Und da ist schon der letzte Punkt 15. Auch nochmal persönlich, Entschuldigung, Moni, es ist wirklich alles komplett durchgegangen, dass wir da am Freitag drüber gesprochen haben. Und die Ausschussüberweisung. Damit sind wir mit der Vorbereitung des Plenums. An diesem Punkt sind wir mit der Vorbereitung fertig, aber jetzt kommt Punkt 3 gerade zur Tür rein. 3 vom Mittwoch. Ja, genau. Du möchtest allgemein was sagen. Bitte, Moni. Gucke mir die Anträge durchaus am Wochenende an. Ich möchte noch mal wirklich alle bitten, da eine Stellungnahme drunter zu schreiben. Ich finde das schwierig, ne? Da steht dann Abstimmungsverhalten dafür, dagegen, ich weiß nicht, dass man wenigstens in einem Satz bitte da reinschreibt, worum geht es in dem Antrag, und dann kann ich auch für mich entscheiden, ist für mich irgendwie unkritisch oder den Antrag gucke ich mir lieber nochmal an. Das wäre für mich sehr hilfreich, ich erwarte da nicht solche Pamphlete, aber ganz, ganz kurz und knapp, worum geht es denn da eigentlich, dann kann ich nämlich entscheiden, ich gucke mir den Antrag nochmal genau an oder ich mache das nicht. Und das wird mir am Wochenende sehr viel Stunden Arbeit erleichtern. Nico. Vielen Dank, Moni, für die Rückmeldung. Es zeigt, dass diese Stellungnahmen von den MDLs gelesen und benötigt werden. Das werde ich auch nochmal dann den Referenten so kommunizieren. Bei den Referenten, was ich da an Rückmeldungen bekommen habe, sage ich mal, wurden da schon Zweifel geäußert, was in meinen Augen halt nur zeigt, dass sie sich wünschen, dass da Feedback kommt. Und deswegen mein Dank an Monika an der Stelle. Das wird ja hier deutlich dokumentiert, dass das gewünscht und benötigt wird. Und ich werde das nochmal in die Referentenrunde tragen und dass wir das dann auch vollständig hinkriegen. Das ist auch mein Ziel.
Gut. Michelle, bist du jetzt auch geistig bei uns? Nee, aber versuch mal. Okay, wir haben am Mittwoch den Tagesordnungspunkt 3, demografiefeste Gesetze, Richtlinien und Verordnungen in Nordrhein-Westfalen. Und Moni meint, ihr habt euch da gestern Nachmittag drunter halten und du würdest eventuell dazu reden und die Abstimmungsempfehlung ist Enthaltung. Also steht da zumindest aktuell. Bitte, Michelle. Ja, ich würde eventuell dazu reden, dass ob wir uns da enthalten sollten, bin ich mir nicht sicher. Wie Moni schon sagt, wir haben uns ja gestern Abend drüber unterhalten. Ich war mir nicht sicher, für welchen Ausschuss das Ganze tatsächlich bestimmt ist. Ob das jetzt eher ein Finanzthema ist, weil es ja immer darum geht, in die Zukunft zu gucken dabei und das entsprechend geltlich einzuplanen, oder ob das tatsächlich eher so ein Querschnittsthema ist. Wir haben gestern in dem Gespräch dann gesagt, naja, vielleicht ist es tatsächlich ein Querschnittsthema, gehört in den Hauptausschuss. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Es könnte sein, dass wir da auch für sind, weil die Idee ist eine gute. Und die Idee besagt im Grunde genommen nur, dass man in jedem Gesetz reinschreiben sollte, auch was die Entwicklung für die Zukunft bedeutet und für die Demografie bedeutet. Die Idee ist gut. Ich gucke mir das gleich nochmal an, rede kurz mit Thorsten, vielleicht ändern wir da noch die entsprechende Empfehlung. Toso. Ja, genau in die Richtung geht's. Der Antrag der CDU ist hier nicht einer ihrer schlechtesten Anträge, wie ich finde. Diese Demografiefestigkeit und die Nachhaltigkeit, die da angerissen wird, ist selbstverständlich extrem wichtig, auch für uns. Das gibt unsere Programmatik an der Stelle auch her. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ob wir eventuell für eine Arbeitsmarktbeobachtung mal einen Studienauftrag geben. Das ist ja alles zusammengefasst. Der Auftrag ist natürlich selbstverständlich viel zu dünn und fordert viel zu wenig. Ihr kennt das. Wird dem Thema auch in keinster Weise gerecht. Greift zu kurz? Greift zu kurz. Nee, ist viel zu spät. Ist mindestens 40 Jahre zu spät. Zu wenig technisch, ja. Also hier werden auch keine exakten und guten Vorschläge gemacht, sondern es wird halt mal gesagt, hey, Landesregierung, mach das mal, dass das klappt demnächst. Also da werden jetzt ganz viele Leute 50. Sieh mal zu. Kann man so machen. Ein bisschen genauer wäre schön gewesen, aber als ersten Ausschlag kann man dem Ganzen sicher zustimmen, finde ich. Frank? Ich würde darum bitten, bei der Begutachtung des Antrags im Auge zu behalten, dass es um direkte Abstimmung geht und wir haben Wahlkampf. Also daraus schließe ich mal, es geht in keiner Weise darum, tatsächlich das, was da drin steht, umzusetzen, weil dann würde man das in Ausschuss, dann würde das in den Ausschuss überwiesen und dann würde man tatsächlich inhaltlich darüber reden. Mit einer direkten Abstimmung zu beschließen, jedes Gesetzvorhaben, Gesetzesänderungen, Verordnungen auf Demokratieverträglichkeit und Nachhaltigkeit zu prüfen, dabei gegebenenfalls eine nach Region oder Branchen bzw. nach Bevölkerungs- oder Altersgruppen differenzierte Darstellung auszuarbeiten, ist eine tolle Sache, aber in der Praxis, sage ich mal, praktisch nicht durchführbar, unglaublich kostenintensiv. Und wie gesagt, direkte Abstimmung vor der Wahl, das würde ich ganz deutlich finde ich ganz wichtig, das zu berücksichtigen bei der weiteren Bewertung. So schön das prinzipiell ist, ich glaube, es ist nicht ernst gemeint. Joachim. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwundert, weil ihr so einfach von Zustimmung sprecht. Vordergründig betrachtet ist das auch der Fall. Das Thema berührt essentiell die Enquetekommission 3, demografischer Wandel, Tragfähigkeit der Haushalte. Und wie der Dietmar, dem man ja sonst, ich sag mal, eine übermäßige Extreme gegen die CDU sein, nicht unterstellen kann, sagt an der Stelle, ich sag das mal so, ja, Vorsicht, es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Unternehmensberatung. Und wenn da steht Demografiefeste, dann suggeriert das, dass die Demografie fest ist und das ist sie nicht. Wir haben das gerade auf dem Prüfstand. Du hast immer einen Spielraum zur Entscheidung, das zu überprüfen. Alles, was da drin steht, ist richtig, aber der Titel ist an der Stelle irgendwie kritikwürdig. Tut mir leid, also ich würde mindestens zur Enthaltung raten. Toso. Also nur für den Titel zur Enthaltung raten, finde ich egal. Also vom Inhalt her, habe ich ja gerade gesagt, kommt zu spät, ist zu kurz, wie auch immer. Franks Einwurf finde ich völlig richtig an der Stelle. Wir sollten fordern, dass das Ding in den Ausschuss kommt. Völlig richtig. Das, was du jetzt hier aber als Negativum anführst, was auch bei Dietmar anschwingt hier, Arbeitsbeschaffungs für
Unternehmensberatung. Hier müssen Zahlen geschaffen werden, wenn man dem Antrag folgen würde. Müssten hier Zahlen geschaffen werden, wie wir die auch fordern würden. Das sind Zahlen, die nicht vorhanden sind, die für uns extrem wichtig sind. Da müssten Zahlen geschaffen werden oder erhoben werden, wie sieht es denn in Südwestfalen in der Metallbearbeitung aus? Wie ist da der Stand der Leute vom Alter her? Ziehen da Leute mehr hin, ziehen da Leute mehr weg? Das sind alles Sachen, die man erheben kann. Die muss man aber nicht, ich sag mal, jedes Jahr neu erheben. Das reicht alle 5 bis 10 Jahre. Das heißt, das, was hier als Kritikpunkt kommt, dass das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Statistiker und Unternehmensberater ist, an einer Stelle schon, aber nicht durchgehend. Und das sind Zahlen, die wir nun mal wirklich brauchen. Weil nur, wenn wir solche Zahlen haben, können wir auch steuernd eingreifen in solche Dinge. Und deshalb finde ich das wichtig, aber Frank hat völlig recht, wenn man das ernst meint, muss das in den Ausschuss, wenn man das auch wirklich gelöst haben will, dann gibt man das eigentlich in der Enquete ab. Auch völlig richtig. Ja. Wir Kai? Ja, ich muss mal meine Verwunderung zum Ausdruck bringen. Wir haben das vorhin so sehr stiefmütterlich behandelt, diesen Antrag. Und das macht der Michel dann vielleicht und das ist eine Enthaltung. Und jetzt diskutieren wir relativ emotional darüber. Und Joachim sagte gerade, was mich so ein bisschen auch aufhorchen ließ, du sagtest, das berührt essentiell deine Enquete. Dann frage ich mich, warum da der Michel als Redner steht und nicht du. Olaf? Ja, ich möchte eigentlich auch nochmal zum, also ich habe auch Schwierigkeiten eigentlich, ob ich mich dem enthalte oder ob ich dagegen stimme. Und zwar ist es wirklich genau der Punkt. Als Antrag in den Ausschuss und nach dem Ausschuss und gucken, was drin passiert. Aber der Grund wäre unter dem Umständen auch, klingt wunderbar, ist alles toll, aber dem können wir nicht zustimmen, weil das geht uns einfach zu schnell. Es geht nicht weit genug, der Antrag. Kann man auch nicht unbedingt von der Fraktion erwarten, das müsste dann im Ausschuss gemacht werden. Warum wird er überhaupt gestellt? Denn er ist eigentlich zurzeit das Thema der Enquete-Kommission. Deswegen lehnen wir ihn ab oder enthalten uns. Das wäre dann auch noch die Frage. Aber dem Zustimmen, genau aufgrund dieser Umstände und dass jetzt eben noch am 25. Wahlen sind, das kommt mir alles zu viel auf einmal, als dass ich dem Antrag jetzt einfach so sagen könnte, er ist richtig. Joachim? Ich möchte den Thorsten mal ganz kurz auf Augenhöhe bringen an der Stelle. Die Zahlen, entschuldige bitte, es gibt immer Informationsdefizite und ich habe manchmal auch ein Defizit, Thorsten. Die Zahlen, die du gerade angesprochen hast, sind in der Enquete von NRW IT bereits präsentiert worden, die haben wir. Es geht um die Interpretation dieser Demografie. Ja? Also, wenn ich jetzt ein bisschen... Nee, ist er nicht, tut mir so leid. Michel? Toso, bitte. Ja, ich habe die Zahlen angefragt, und zwar bei denjenigen, die für die Landesregierung diese Zahlen erheben. Diese Zahlen sind genau in der Form, wie wir sie gerne gehabt hätten, nicht vorgelegt worden. Sie wären nicht vorhanden. Ich habe das im persönlichen Gespräch im Mai nochmal nachgehört. Man würde sich sehr freuen, wenn diese Zahlen mal erhoben werden würden. Ganz einfach. Und deshalb bin ich sehr verwundert, dass du sagst, dass sie in der Enquete alle vorliegen. Ich hätte dann gerne da mal einen Link zu den erhobenen Zahlen. Nach meinen Informationen hat weder das MAIS noch die gesamte Landesregierung Zahlen in dieser Feinheit. Nee, es geht eben nicht um Zensus. Es geht genau nicht um Zensuszahlen. Nein, im Zensus sind zum Beispiel überhaupt keine Hinweise zur Arbeit, zur Ökonomie drin. Im Zensus ist hauptsächlich Melde- und Wohndaten verarbeitet. Da ist nicht drin, ob jemand in der Metallverarbeitung arbeitet, ob jemand im sozialen Bereich arbeitet, wie alt der an der Stelle dann ist, wann der ausscheidet. Solche Sachen sind alle nicht da drin. Und das sind genau die Zahlen, die wir brauchen, um wirklich steuernd im Land eingreifen zu können. Dann bestell sie da, ist mir egal. Sie sind aber nicht vorhanden. Das zum Thema Augenhöhe. Michel. Ja, ihr könnt euch ja gleich bei Joachim im Büro treffen, gegenseitig auf Augenhöhe begegnen. Ich trage keinen am Ende raus. Nein. Er hat gesagt, wir sind fett. Genau. Vielen Dank für diese Interpretation der Daten. Ich habe gesagt, ihr seid fett. Nein, also ich glaube, ich schließe mich dem Toso an. Was dieser Antrag will, ist was Gutes. Ich schließe mich aber auch der Meinung an, dass das in dem Moment tatsächlich ein Ausschuss müsste, weil es einer größeren Diskussion bedarf, vielleicht sogar mehreren Ausschüssen.
Es geht um Daten, die fehlen. Es geht um Daten, die wir haben, aber wo Interpretationen fehlen. Wenn ich da weiter als Redner stehe, die Frage von Kai ist nicht beantwortet worden, aber wenn ich da weiter als Redner stehe, eine Beschlussempfehlung abgeben soll, empfehle ich, dass wir uns enthalten, weil wir sowohl gute als auch schlechte Seiten haben. Die schlechten kann man in der Rede darstellen, die guten kann man in der Rede darstellen. Am Ende kann man sagen, wir sind indifferent. Viel Spaß damit. Dietmar. Danke. Im Prinzip hat Michel durch die Veränderung seiner Abstimmungsempfehlung einen Schlusspunkt gesetzt. Er hat gesagt, Enthaltung. Eben hat er gesagt, Ablehnung. Doch, hast du eingangs. Nee, oder wer war? Zustimmung, Entschuldigung, Zustimmung. Doch. Irgendwas war. Egal. Also Enthaltung finde ich gut. Wäre auch meine Überlegung. Ich möchte noch einen, also die nicht Streitherde will ich jetzt nicht sagen, die Augenhöhendifferenz ausgleichen dahingehend. Die Forderung, wie Torso sagt, ist okay, aber führt letztendlich in der praktischen Umsetzung zum Stillstand der Rechtspflege, will ich nicht sagen, sondern der Gesetzgebungspraxis. Es ist tatsächlich so, wenn man es so differenziert betrachten will, bei jedem Gesetz und bei jeder Gesetzesänderung, die hier im Land Nordrhein-Westfalen auch retrospektiv aus den letzten paar Jahren machen wollte, brauchst du für jeden Aspekt, und zwar sofort gemäß Beschlusslage, wenn das beschlossen würde, für jede Gesetzesänderung bräuchtest du ein PwC-Gutachten beispielsweise. Weil die Erhebungen, wie du richtig sagst, sind nicht gemacht. Sie müssten erst gemacht werden. Ich würde gerne eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich dieses Antrags in den Raum stellen. Ja? Eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Umsetzung dieses Antrags. Und da sind wir nämlich genau bei der Enquete. Da sind wir bei der Enquete. Wenn die Empfehlung der Enquete wäre, oder könnte ja am Ende sein, dass unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Enquete die Gesetze zu betrachten seien, die künftig erlassen werden, hier beschlossen werden, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg, anstatt tatsächlich das Endergebnis der Enquete damit vorwegzunehmen, nur weil aus populistischen Gründen, hey, dieses Jahr alle aus dem Jahrgang 1964-50 werden. Drum Enthaltung finde ich gut und da kann man ja argumentieren, wie man lustig ist. Im Prinzip läuft es darauf hinaus. Ist eine feine Sache, aber eigentlich in der Machbarkeit, wie gesagt, deswegen Studie, von mir zumindest angezweifelt. Joachim. Ja, ich möchte mich nochmal in aller Form und öffentlich bei Thorsten entschuldigen. Ich kann auch erklären, wie es zu diesem etwas scharfen Ton gekommen ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Enquete hier irgendwie nicht so im Bewusstsein der Fraktion ist und fühle mich da so ein bisschen als Einzelkämpfer. Zweitens, wenn Michel sagt, ich reiß mich wirklich nicht um die Rede, er gibt die Abstimmungsempfehlung Enthaltung, kann ich damit sehr, sehr gut leben. Und der Tose nochmal. Ja, danke. Ich glaube, Joachims und meine Reaktion zeigt einfach, mit wie viel Herzblut wir bei der Sache sind. Von da ab keine bösen Geschichten an der Stelle. Ich würde jetzt einfach als Konsens zusammenfassen, wenn der Antrag wirklich als direkte Abstimmung läuft, enthalten wir uns. Allerdings würde ich das jetzt auch so als Auftrag an Nico sehen, dass wir bitte erreichen möchten, dass der entweder, ich weiß gar nicht, in die Enquete kann man das ja gar nicht als Überweisung. Das geht aber, soweit ich weiß, gar nicht an der Stelle. Wir könnten es also, Max, wir können auch, ja, also es müsste, Ziel müsste sein, dein Verhandlungsziel müsste sein, das Ganze zu überweisen. Eigentlich müsste das an die Enquete angedockt sein, hilfsweise Hauptausschuss. Solange wie die eine direkte Abstimmung wollen, habe ich jetzt mal so rausgehört, werden wir uns enthalten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut. Und der Nico möchte noch was sagen. Dem ist die Grammatik. Ja, also bei der Tagesordnung oder so werden ja keine Verhandlungsmandate groß vergeben. Ne? Die stellen ihre Anträge. Was ich machen kann, anbieten kann, ist, dass ich das an die antragstellende Fraktion herantrage und so einen Wunsch äußere. Ja, klar. Und dann gucken wir, was passiert. Ich glaub, so die Frage wäre dann, ja, was passiert, gucken wir uns dann an. Ich kann auch gerne noch mal hinterher telefonieren. Lassen wir uns überraschen, was dabei rumkommt. Moni. Ja, also ich sag mal, die wissen ja, was sie tun, ne? Die haben da kein Interesse dran und ich glaube, das muss man einfach nicht tun, da hingehen und jetzt nachfragen, lass sie das einfach machen und dann ist das Ding vom Tisch, es wird sowieso abgelehnt und dann ist alles gut. Joachim. Ja, Moment mal, man könnte da an der Stelle wirklich das Ding mal umdrehen. Uns wird auch öfter mal näher gelegt, bei direkten Anträgen, direkten Abstimmungen, das lieber in den Ausschuss zu überweisen, das könnte man auch mal umdrehen.
Frank? Also die Frage an die antragstellende Fraktion, ob sie das gerne in Ausschuss überwiesen haben möchte. Und wir würden vorschlagen, Hauptausschuss. Wenn sie das macht, können wir der Ausschussüberweisung zustimmen. Und im Hauptausschuss wird dann der Antrag gestellt, ob denn die Machbarkeitsstudie, ob denn so ein Antrag, ob denn sowas überhaupt machbar wäre. Finde ich eine coole Nummer. Okay, Nico hat seinen. Jeder weiß jetzt, was er beantragt, der Joachim, der Nico und Moni will auch noch was beantragen. Michelle beantragt auch was. Gut, damit haben wir die Vorbereitung des Plenums und der Abstimmungsempfehlungen fertig, bis auf die Sachen, die heute Nachmittag dann noch nachgereicht werden. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Nachbesprechung Plenum und der ist von Kai eingebracht. Kai, bitte. Ja, wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder oder beziehungsweise relativ lange besprochen, wie es denn im Plenum davor gelaufen ist. Jetzt ist relativ viel Zeit ins Land gegangen und ich möchte einfach jetzt mit diesem Tagesordnungspunkt zumindest dafür sorgen, dass wir das Ding serienmäßig nach den Plenartagen auf der Fraktionssitzung als Tagesordnungspunkt haben. Ob es jetzt noch Sinn macht, über das letzte Plenum zu reden, wage ich zu bezweifeln. Oliver. Okay, da du das mit jetzt eröffnet hast als Diskussion, ob wir diesen Punkt demnächst immer haben. Wir haben uns dazu in der Vorstandssitzung Gedanken gemacht und ich hatte vorgeschlagen, dass man, wenn man diesen Punkt dauerhaft drauf hat, man sich eine Methode überlegen müsste, dass wir nicht hier einfach nur eine Viertelstunde oder länger irgendwie so ein bisschen rumdiskutieren und dann so halb informiert rausgehen, beziehungsweise über Themen vielleicht reden, die jetzt gar nicht jetzt so einen großen Raum in der Fraktionssitzung einnehmen müssten, aber dann eine große Diskussion lostreten. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden. Gut, wenn es wirklich Wichtiges gibt, wo man darüber diskutieren muss, in Ordnung. Aber jetzt über eine Sache diskutieren, weil man halt gerade eine Meinung dazu hat und darüber sehr lange, fände ich schlecht. Deshalb war mein Vorschlag, das demnächst so als Blitzlicht zu machen, wie man das so schön nennt. Das heißt, vielleicht auch zwei Runden zu drehen, einmal durchzugehen und alle zu fragen, ein Satz zu, was ist gut gelaufen, dann nochmal eine Runde, alle ein Satz, was ist nicht gut gelaufen, was müssen wir das nächste Mal besser machen und dann den Punkt damit abzuschließen, damit der eine konzentrierte, gute und vollständiges Feedback liefert, mit dem man danach auch was anfangen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der ideale Vorschlag ist, aber das ist was, wie man das machen könnte. Nico? Ja, ich hatte auch meine an der Stelle bei der Diskussion im Vorstand meine Befürchtung geäußert, dass das so eine Manöverkritik sein soll, gegen die ich nicht grundsätzlich nichts habe, dass wir nur aufpassen müssen, dass das nicht in so ein irgendwie persönliches Anfeinden dann eventuell ausartet. Wenn es dann darum geht, über das Verhalten einzelner Abgeordneter nochmal zu reflektieren, dann fände ich das zumindest in der öffentlichen Runde schlecht. Da weiß ich nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Wenn es darum geht, grundsätzlich Sachen aufzuarbeiten und fürs nächste Mal besser zu machen, da haben wir alle ein Interesse dran. Möchte aber davor warnen, dass wir da in Verhaltensmuster zurückfallen, wo wir jetzt gerade daran sind, da ein bisschen was nach vorne zu bringen. Kai. Ich muss jetzt eben den letzten Satz von Nico verdauen, dann kann ich bestimmt was dazu sagen. Also grundsätzlich habe ich den Punkt eingebracht, weil ich es wichtig finde, sich darüber zu unterhalten im Nachgang. Methodik habe ich ja jetzt gar nicht so gesagt. Sprich, mir geht es darum, wie ist das Plenum gelaufen und wie reflektieren wir das, wie verarbeiten wir das für uns, wie nehmen wir für uns auf, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Darum geht es mir. Ich verstehe jetzt gar nicht, wo jetzt die Angst herkommt, wir würden uns da zerfleischen oder Ähnliches. Das habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit so nicht erlebt. Natürlich gab es
kritische Punkte, wo richtig was schiefgelaufen ist. Natürlich wird sowas dann emotional aufgeladen, das ist vollkommen logisch. Aber ich habe nicht gesehen, dass wir uns in der Manöverkritik zum Plenum bisher irgendwie übereinander hergefallen wären oder sowas. Also, wenn Oliver, den Methodenvorschlag finde ich jetzt erstmal gut. Vielleicht entwickeln wir auch eine bessere Methode, dadurch, dass wir es erstmal machen und gucken, wie es läuft. Wichtig ist mir nur, dass wir nicht ständig irgendwelche Dinge an uns vorbeiziehen lassen und dann nichts daraus gelernt haben. Mir wäre es wichtig, dass wir einen Lerneffekt erreichen. Und den kriegen wir nur, wenn wir tatsächlich drüber reden. Und darum geht es mir primär. Danke. Michel. Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir es schaffen. Ja, Hoffnung soll man nie aufgeben. Ich habe die Hoffnung, dass wir es schaffen, tatsächlich auch über Dinge, die krass schief gelaufen sind, einigermaßen zivilisiert zu reden. Wichtig ist mir, und deswegen bin ich bei dem Thema bei Kai, wir müssen diese Nachbesprechung machen, weil wir hatten in letzter Zeit einfach zu häufig Situationen, wo wir dann geschluckt haben, wo Dinge große Aufreger waren, da wurde nicht drüber gesprochen und das führt dann dazu, dass man alles in sich reinfrisst und beim nächsten Mal, oder anders, das führt dann zu diesem Hauen und Stechen unterm Tisch, was Team Steffenhagen uns ja auch gesagt hat, was eins unserer großen Probleme ist. Wenn wir da nicht offen drüber reden, es kann immer N-zu-1 Probleme geben, da kann man in das Büro von einem Einzelnen gehen und kann im Büro mit ihm reden. Es gibt aber auch, oder gab auch, und das ist nun mal, weil das Plenum öffentlich ist und weil da Dinge öffentlich stattfinden, gab es häufiger Situationen, wo viele Leute ein Problem wiederum mit mehreren hatten. Ich nehme mal irgendein Beispiel, da sitzen nur noch 4 Leute und der Rest ist nicht da und keiner weiß, wo die sind und man versucht, Leute zurückzurufen, das klappt nicht. Dann muss man in so einem Moment da, und ich glaube, da kann man relativ locker drüber reden, auch öffentlich drüber reden, da muss man das ansprechen und muss versuchen, Lösungen zu finden. Das Gleiche ist auch, wenn es tatsächlich zu, ich sag mal, zu Abstimmungsungereimtheiten kommt. Das hatten wir ja auch schon. Wenn wir da nicht drüber reden, wird es immer wieder dazu führen, dass in kleineren Runden darüber geredet wird, wird es immer wieder dazu führen, dass wir hier so eine Grüppchenbildung haben. Und ich glaube, das wurde als eins unserer Probleme erkannt. Das sollten wir auch aktiv angehen. Und das können wir nur, wenn wir uns zusammensetzen und wenn wir darüber reden. Denn wenn nicht redet oder wenn wir nicht darüber reden, dann können wir uns auch nicht helfen. In dem Punkt und zur Vorgehensweise muss ich sagen, es kann auch, also es hört sich gerade so an, wir machen 2 Runden und dann ist das Ding durch. Ich möchte anfügen, dass es eventuell eine dritte Runde vonnöten sein könnte, wo man dann mal die Kamera ausschaltet und wo man dann sich auch mal untereinander ja, die Meinung sagen kann oder Dinge ausdiskutieren kann, ohne dass die Öffentlichkeit dabei ist, weil einige Dinge sind auf persönlicher Ebene, da muss man oder müssen wir aufpassen, dass wir das dann nicht raustragen. Denn das wird dann mehr verletzend, als wenn wir die Kamera ausmachen. Danke. Frank? Ja, Manöverkritik als Standard bei der nächsten Fraktionssitzung. Sehr, sehr wichtig, finde ich. Ich möchte mal als Gegenpart zu dem Blitzlichtrunden Maximalvorschlag machen. Tatsächlich im Schnellverfahren allerdings jeden einzelnen Top durchgehen. Kurze Rückmeldung zu geben, weil... Jeder von uns ist, nee, anders. Bei jedem Top ist mindestens einer von uns durch den Redebeitrag originär dabei. Da ein Feedback zu bekommen, finde ich total wichtig. Für mich ist das total wichtig. Schon lange warte ich manchmal drauf, kommt nichts. Ja, insofern Maximalvorschlag tatsächlich, ob jetzt im Rahmen der nächsten Fraktionssitzung oder an anderer Stelle, mal so eine ganze Sitzung, ein ganzes Plenum durchzugehen. Ich denke, das übt dann auch, wie wir Kritik geben und wie wir Kritik nehmen. Die Befürchtung, dass wir uns da gegenseitig zerfleischen, ich weiß nicht, das ist tatsächlich, ich glaube, eine Übungssache. Wir hätten schon länger mit anfangen sollen. Dann, nein, dann hätten wir das hinter uns. Dann hätten wir das einfach hinter uns. Ja, insofern Vorschlag auf jeden Fall, das umzusetzen und eine praktikable Methode zu finden. Moni? Lasst uns das machen. Hey, jetzt muss
Und dann der Olaf. Ich bin eigentlich normalerweise ein sehr großer Freund davon und ich finde es auch eigentlich gut. Allerdings hier in der Diskussion ist es mir direkt schon wieder aufgekommen, meine Güte, es wird genau darauf hinauslaufen. Es geht wieder nur um das Negative. Was ist schlecht gelaufen? Was haben wir falsch gemacht? Okay, ja, darum geht es aber jetzt gar nicht. Und darum geht es auch nicht, dass das vielleicht auch mal Kern von so einer Feedback-Runde sein sollte. Also mir die ganze Zeit zu erzählen, was schlecht gelaufen ist, das war ich selber. Ja? Um dann mal zu gucken, wie man das verändern könnte, ja. Aber dann ist es nämlich auch immer wieder, dann sind wir ganz schnell bei einer Schuldzuweisung. Du warst es mehr als ich, dass das so schief gelaufen ist und so weiter. Ich glaube, das hilft nicht viel, vor allem nicht in unserer derzeitigen Situation. Wenn wir diese Feedbackrunde mal genau andersrum anlegen würden, also ganz klar sagen, wir gucken mal, was ist gut gelaufen und was können wir ausbauen, hat denselben Effekt in der Gesamtsumme. Nur macht die Sache eine ganze Ecke einfacher, weil man sich viel weniger mit einem bestimmten persönlichen Problem mit dem anderen herumschlagen muss. Es ist manchmal schwerer, jemandem zu sagen, was er gut gemacht hat, als was er schlecht gemacht hat. Das merkt man auch wieder bei uns. Wir sind da unheimlich klasse drin, dem anderen zu erzählen, was er schlecht gemacht hat. Nur kaum einer erzählt dem anderen, was er gut gemacht hat. Und da liegt eigentlich das ganz große Defizit. Wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von solchen Feedbackrunden und ich hätte dem normalerweise auch eigentlich uneingeschränkt zugestimmt, wenn jetzt hier in der Diskussion nicht schon wieder die ganze Zeit hochgekommen wäre, oh schlimm, was wir uns da alles Böses erzählen könnten, was schiefgelaufen ist. Meine Güte, Leute, wir müssen mal langsam gucken, was läuft gut bei uns. Und es läuft auch eine ganze Menge gut, nur redet keiner drüber. Und dann ist natürlich klar, wenn man nur über das Schlechte redet, hat man hinterher 100% Mist gebaut. Moni. Ich habe Olivers Vorschlag genauso verstanden. Der Oliver hatte vorgeschlagen, eine Runde zu machen. Was ist alles gut gelaufen? Und das ist wichtig. Aber ich finde, sich davor zu scheuen, zu sagen, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Und meine Erfahrung, wir haben das ja auch über ein Jahr oder so gemacht, oder mit dieser Nachsicht von den Plenarsitzungen. Eigentlich ist da nicht viel passiert. Da haben wir sehr zurückhaltend Kritik geübt. Ich habe das nicht so empfunden, wie Kai das auch gerade schon sagte, dass wir da aufeinander losgedroschen haben. Ich sehe das völlig anders. Wie du, Olaf, ich glaube, dass wir ich glaube, dass wir viel übereinander reden in Kritik, aber ich glaube nicht, dass wir hier rumgehen und an jedem Kritik üben und zu den Leuten laufen und sie kritisieren. Das ist meine Wahrnehmung nicht. Ich finde es wichtig, was Oliver gesagt hat, dass wir die positiven Sachen genauso beleuchten und gucken, wie können wir an diesem positiven Ding weiterarbeiten. Aber es muss ja irgendwie auch ein Ausgleich sein. Das muss ja irgendwie im Gleichgewicht stehen, finde ich. Und deshalb fand ich Olivers Vorschlag mit diesen beiden Runden eigentlich gut. Lass es uns doch einfach probieren und dann gucken wir, ob es klappt und genau, ob es okay ist. Und dann gucken wir, wie wir weitermachen. Michel. Nein. Du kannst das Schlussplädoyer. Ja, ist geil. Dann halte ich ein Schlussplädoyer, weil ich würde vor allen Dingen eins gerne machen. Wir haben hier Top. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich sagen, naja, nett, dass wir darüber geredet haben. Ich würde also tatsächlich das in einen Beschluss laufen lassen. Und zwar, dass wir uns jetzt einfach sagen, dass wir nächste Woche, so wie der Olli das vorgeschlagen hat, eine Runde machen, die wo wir einfach mal zweimal rumgehen, wo jeder mal sagt, was er gut fand, was er nicht so gut fand, damit wir auch mal ein Feedback kriegen. Und wenn wir merken, dass das gut läuft, können wir das ja weitermachen. Alternative wäre dann eventuell beim nächsten Plenum so zu machen, wie der Frank gesagt hat, ist ja auch eine Möglichkeit, man geht einmal jeden Top rum, sagt, was war gut, was war schlecht. Ich hoffe, dass es am Ende auf selber rausläuft. Nur, dass wir das jetzt tatsächlich auch festhalten und dass wir nicht einfach nur sagen, nett, dass wir darüber geredet haben und der Top ist vorbei. Danke. Ja. Gut. Dann ist der Daniel. Ich hatte keinen Bock, dass Herr Michel hier ein Schlussplädoyer hält. Ich unterstütze das ja, was du sagst. Allerdings, mir wird zunehmend schlecht, jedes Mal, wenn ich hier das Wort Methoden höre. Das ist mittlerweile, also in meiner persönlichen Empfindung, fast pari pari so. Ne? Also finde ich, ist immer sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass du, Oliver, ja ein großer Fan von diesen Dingen bist. Und selbstverständlich funktionieren die auch in vielen Bereichen und auch in ganz vielen Entscheidungsfindungen, die wir hier in der Fraktion oder sowas zu treffen haben.
Aber es gibt einfach auch Punkte, da steht nicht am Ende irgendwie ein Beschluss oder irgendwie sowas oder ein unbedingtes Ergebnis oder sowas, was zu erarbeiten ist. Ich halte es für wichtig, dass es auch mal eine reine Auskotzrunde halt gibt. Und da müssen wir uns nicht irgendwelche Methoden oder sonst irgendwas überstülpen. Meine Empfindung ist die, dass das in der Vergangenheit, wo wir das gemacht haben, diese Kritikbesprechung, Nachbesprechung des Plenums, dass das ganz gut gelaufen ist, nicht irgendwie unter der Gürtellinie oder sowas war und vielfach auch zu Verbesserungen geführt hat bei den Dingen, die eben nicht so gut gelaufen sind. Das sollten wir einfach beibehalten und dazu vielleicht als Plädoyer das nehmen, was Olaf eben gesagt hatte, halt zwischendurch einfach auch mal positive Dinge erwähnen und eben nicht nur die schlechten Dinge dann eben kritisieren, sondern einfach auch mal sagen, Mensch, da ist irgendeine Sache halt richtig, richtig gut gelaufen. Haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, kommt aber halt deutlich zu kurz. Das ist, ich glaube, das wissen wir alle. Insofern möchte ich deinen Antrag, Michel, insoweit unterstützen, dass wir das selbstverständlich als regelmäßigen Punkt halt wieder mit draufnehmen. Aber ich würde das halt völlig methodenfrei in einer offenen Diskussion führen wollen. Und falls wir dann eine Methode brauchen oder eine Art der Moderation oder was wir auch immer dafür brauchen, dann können wir das immer noch tun. Aber momentan sehe ich nicht den Grund dazu, irgendwie da was drumherum zu basteln, was vorher auch ganz, so ganz gut funktioniert hat. Gut. Nico. Danke. Ja, ich würde den gerne alternativ abstimmen lassen, das in einem nicht öffentlichen, von mir aus fraktionsöffentlichen, aber nicht öffentlichen Teil zu machen. Ich glaube, damit ist dem, wenn es darum geht, dass wir uns hier gegenseitig Feedback geben, dann ist der Zweck auch damit erfüllt und führt nicht dazu, dass hier Abgeordnete, die sich hier voll einbringen, denen aber vielleicht was ein Lapsus passiert oder sie mal nicht, ja, was auch immer was passiert, dann noch in der Öffentlichkeit hier dann nochmal mit der Nase drauf zu stupsen. Das kann man in einem anderen Rahmen machen und dann auch in einer offenen Art und Weise, was dann auch dem Gedanken des Feedbacks viel besser entsprechen würde und dem Ziel, das hier vorgetragen wird, viel näher kommen würde. Und insofern, ja, ist das für mich dann auch der angemessene Rahmen und ich würde das bevorzugen. Insofern, die Abstimmungsalternative hätte ich gerne auch dann dazu. Gut, dann nehmen wir das, wir sind jetzt auch am Ende von den 15 Minuten, so auf, dass wir es als erstes, als nächsten Tagesordnungspunkt auf der Fraktionssitzung nächsten Dienstag haben werden und dass im Vorfeld darüber abgestimmt wird, ob es als nicht öffentlicher Teil behandelt wird. Wir können aber trotzdem weitermachen, oder? Da ist es wieder. Ich wollte da jetzt auch nichts abstimmen, ich wollte das nächste Woche abstimmen. Oder? Ja. Sag den Brandenburg, sag die Vorlage für nächste Woche, wenn man erwartet. Oliver? Oliver, du hast das als Auftrag mitgenommen, das auf die TU nächsten Dienstag zu setzen? Dann das kann ich als Auftrag mitnehmen, danke. Wobei wir nicht abgestimmt haben, ob es was es ist. Von mir aus können wir das auch nächste Woche abstimmen, aber es ständen jetzt drei Möglichkeiten zur Verfügung, das jetzt auch abzustimmen, wenn wir wollen. Ja, so mit Mikro ist besser, entspricht ja nicht meinem Antrag, weil ich werde ja nicht jetzt erstmal der Blitzlichtrunde oder der anderen Runde zustimmen, wenn ich nicht weiß, ob die öffentlich ist oder nicht. Die Abstimmung, also mein Abstimmungsverhalten hängt wesentlich davon ab, in welchem Format das passiert. Deswegen das im Nachhinein abzufragen, macht keinen Sinn. Ja.
Die hat ja vorgeschlagen, dass wir zu Beginn der Sitzung wie bei allen anderen nicht öffentlichen Teilen darüber abstimmen, ob wir den Teil so nicht öffentlich. Aber wenn ihr, okay, wenn ihr jetzt diese Abstimmung machen wollt, dann machen wir das. Ich bin aber auch dafür, dass wir mit der Nichtöffentlichkeit an der Abstimmung anfangen. Das mache ich jetzt einfach. Gut. Dann führen wir jetzt die Abstimmung durch. Daniel, du hast auch wieder die Sachen vorliegen. Gut. Ah ja, ja, gut. Erstens, wer ist dafür, die, wie auch immer, gleich beschlossene Runde nicht öffentlich zu machen? Den bitte ich um das Handzeichen. So, jetzt bitte Händchen oben lassen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Wer enthält sich? Das ist einer. Damit haben wir Patt 8 zu 8, wenn ich das richtig sehe. So, Frank. Kameras auf dich, Spawn ab. Also machen wir jetzt nicht. So, Frank, jetzt musst du dich entscheiden. Nein, damit hat ja der Antrag keine Mehrheit gefunden und damit wird das nicht öffentlich gemacht. Kommen wir zur zweiten Abstimmung. Abzufangen, wer ist dafür, dass die beschlossene Runde nicht öffentlich gemacht wird, ist ein bisschen strange. Wer ist dafür, in der nächsten Sitzung eine Blitzlichtrunde als Nachbesprechung zum Plenum zu machen? Bitte? Ja, wie alles bald. Das hat Oliver vorhin erläutert für die Leute, die... Daniel hat da noch vor der Abstimmung eine Frage. Ja, ihr könnt die Hände noch mal runternehmen, weil Daniel noch eine Frage hat. Ich möchte noch ein kurzes Plädoyer für die offene... Nein, Quatsch. Das ist, glaube ich, klassisch, das können wir auch schön, Moni hat es gerade eingeworfen, als Approval, also so wie es zum Beispiel in unserer Satzung und Wahlordnung drin steht, abstimmen. Das, man kann ja durchaus für beides sein. Das wollte ich nur sagen. Ja. Nur, dass das im Vorfeld klar ist. Wir haben sonst immer im Nachhinein das mit den wiederholten Abstimmungen. Ich finde das ja bekanntlich doof. Also die beiden Abstimmungen können jetzt nochmal als Info für alle als Approval gemacht werden. Das machen wir auch. Das heißt... Wer ist dafür, in der nächsten Sitzung eine Blitzlichtrunde als Nachbesprechung zum Plenum zu machen? Bei Approval stimme ich jetzt nicht die Nein-Stimmen ab. Und das andere ist, wer ist dafür, in der nächsten Sitzung eine offene Diskussionsrunde als Nachbesprechung zum Plenum zu machen? Wir haben 14 Stimmen für die Blitzlichtrunde und 2, 4, 6, 8 und 9 Stimmen für die offene Diskussion. Toso, alles gut. Müssen wir jetzt wie bei den LPTs nach dem Approval noch final, den 14 müssen wir nicht, gut. Also, die Abstimmungen sind so gelaufen, dass wir öffentlich tagen und das Ganze in Form einer Blitzlichtrunde. Gut. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Enquete-Kommission. Der Frank meldet sich. Ja, wir hatten heute Morgen noch eine Mail oder in der Nacht sogar noch Mailverkehr dazu. Und Oliver hat eine Mail geschrieben, 5 Uhr noch was. Der muss ich mal ausdrücklich zustimmen. Da ging es um die Infragestellung des Prozesses, den wir bisher gefahren sind,
und auch die Infragestellung, dass heute zu einer Entscheidung aufgerufen ist. Wie gesagt, die Mail unterstütze ich vollumfänglich. Die Frage ist nämlich, auf wen wollen wir eigentlich hier eine Entscheidung schieben? Immer wenn es wirklich mal um was geht, wird das irgendwo weggeschoben. Kommen irgendwie neue Möglichkeiten, neue Varianten, wen man da einbeziehen könnte. Die Basis hat sich, meine ich, zu dem Thema schon längst entschieden. Was gibt es alles für Aktionen hier, Aufenthalt für Snowden, Anti-Überwachungsdemos und so weiter und so fort. Es geht hier auch um eine Kernthemen-Vollprogrammentscheidung, ganz klar. Ich glaube, oder könnte mir vorstellen, dass das für einige der Grund ist, sich hier nicht entscheiden zu wollen. Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, es geht um eine Piraten- oder Nicht-Piraten-Entscheidung. Denn wir sind die Netzpartei, so werden wir gesehen, von außen, und zwar von ganz weit außen, nicht nur um die Bubble rum, sondern weiter außen. Und es wird viel gesagt, dass wir das Netzthema, das NSA-Thema im letzten Jahr verschlafen haben. Wenn wir jetzt nicht, meine volle Überzeugung, wenn wir jetzt nicht diese einmalige Chance hier für ein Netzthema nutzen, als Piraten in NRW, dann haben wir verloren. Wenn es nicht dieses Thema ist, ich habe letztes Mal meine Beteiligung schon zurückgenommen, da können wir an anderer Stelle darüber reden, wer das macht. Wenn es jetzt nicht dieses Thema ist, so wie wir das definiert haben, im Übrigen seit einem halben Jahr mit einer persönlichen Mitarbeiterin, mit einer Viertelstelle habe ich das gemacht. Wenn das jetzt nicht euer Kernverständnis, was auch immer trifft, dann können wir da auch nochmal drüber reden. Aber grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen, Netzthema oder nicht Netzthema, ich denke, das muss heute gemacht werden. Wir haben uns ja geeinigt, dass nicht über den Originalantrag heute entschieden wird, sondern über das Thema, weil auf jeden Fall noch Arbeit reingesteckt werden muss. Das für beide, das ist bekannt. Aber ganz klares Plädoyer, die grundsätzliche Themenentscheidung zu treffen, im Anschluss dann irgendwie noch anderes zu diskutieren. Das ist mein Statement dazu. Dietmar. Ich kenne so viele Argumente in dem Kontext. Dieses Plädoyer hat was für sich. Ich muss allerdings sagen, ja, Netzpartei stimmt. Auf der anderen Seite, wir haben Wahlprogramm. In dem Wahlprogramm ist in einem sehr, sehr umfangreichen Teil, und jetzt plädiere ich nicht für ÖPNV-Bereich, aber auch ÖPNV das als wirklich wesentliches Thema enthalten, wie auch im Übrigen wir hier innerhalb der Fraktion ÖPNV als eins unserer Kernfraktionsthemen während der Legislaturperiode beschlossen haben. Das Thema Privatsphäre, Daten, Netzneutralität, Netzpartei, alles richtig, bin ich auch voll da. Ist nun mal ein Metathema der Piratenpartei, gar keine Frage. Ob die Wahrnehmung einer solchen Enquete dann auch diese Wirkung erzeugt, wie du sie dir erhoffst, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Politikwissenschaftler und kann das auch nicht belegen und bewerten. Ich persönlich finde es etwas schade, ich habe das in einer ganz kurzen Mail heute Morgen mal zum Ausdruck gebracht, dass wir hier innerhalb der Fraktion diese Lagerentscheidung treffen sollen und müssen. Das ist so angelegt, das haben wir alle so angelegt, wir haben das auch alle zugelassen. Ich persönlich, ich habe auch die Mails von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelesen oder auch von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sagen würde, hey, komm, lass uns das schieben, lass uns die Basis entscheiden, okay. Ist vielleicht schwierig und es kann auch sein, dass der nächste Landesparteitag zu lange hin ist, um das entsprechend umzusetzen. Dennoch fände ich es falsch, hier Lagerentscheidungen zu treffen. Mir persönlich wäre es lieber, wenn wir das in einer offenen Gesprächsrunde auch unter Hintanstellung vielleicht persönlicher Interessen und Motive am Ende im Vergleichswege, wie man das eben auch vor Gericht oft hat. Der eine nimmt was zurück und der andere tut was dazu und so weiter, gibt jeder nach und irgendwo auch nicht. Und einer fühlt sich zwar letztendlich immer als der Verlierer. Ich sehe das Problem, dass hier Verlierer aus dem Raum gehen. Und zwar nicht nur Verlierer am Tisch hier im Rund, sondern eben auch Verlierer in Teams. Du hast eben sehr genau betont, naja, du hast das auch mit Lara gemacht, mit einer persönlichen Mitarbeiterin an einer Viertelstelle. Soweit so gut. Es sind Teams, in den Teams auch noch mehr mitgearbeitet, genauso wie im ÖPNV-Team.
Und es wird auch so ein bisschen so als Challenge hier nach außen gestellt. Ich finde das ehrlich gesagt schlecht. Wir treffen jetzt hier eine Entscheidung vor dem Hintergrund zweier wesentlich wichtiger Punkte, die wir alle hier innerhalb der Fraktion, innerhalb des Landtags bewegen könnten und wollen. Und wenn wir sagen, ja, das mit deinem Antrag oder mit dem Enquete Privatsphäre oder Privat, wie heißt es jetzt? Wie heißt die jetzt nochmal? Vernetzte Lebensräume in NRW, Entschuldigung, vernetzte Lebensräume in NRW ist genauso wichtig für meine Begriffe wie auch der ÖPNV-Bereich und umgekehrt. Hier eine Entscheidung zu treffen, finde ich gruselig, muss ganz ehrlich sagen. Es sei denn, ihr alle, die ihr daran beteiligt wart, in der Entwicklung der jeweiligen Anträge, in der Entwicklung dieser Thematiken, erklärt hier am Tisch, dass es euch überhaupt und auch die Mitarbeiter und die Teammitarbeiter, die erklären, dass es euch also nicht im Herzen wehtut, wenn eure Enquete jeweils nicht zum Zuge kommt. Das möchte ich aber als Erklärung hier am Tisch haben. Nicht, dass hinterher irgendwie ein Mimimi kommt, so nach dem Motto, so ein Scheiß, jetzt habe ich verloren oder so. Oder der eine geht dann hin und sagt, hey, unser Team hat gewonnen. Danke. Daniel, war das eine Meldung? Daniel, okay. Bitte. Ja, ich warte. Mhm. Es gab ja, das vielleicht für den geneigten Stream-Zuschauer und Zuschauerinnen. Du darfst mir jetzt was an den Kopf werfen. Nein, alles gut. Ist vielleicht auch besser. Also viele haben ja nicht mitbekommen, dass jetzt genau zu diesem Thema auch schon eine nicht öffentliche Diskussion auf unserer Mailingliste stattgefunden hat. Jetzt beziehe ich mich in meinem Wortbeitrag zum Teil darauf. Das ist etwas blöd. Ich finde übrigens auch die Diskussion auf der nicht öffentlichen Liste über unsere Enquete-Kommission, ja, da ist jetzt blöd schon euphemistisch ausgedrückt. Also es ist hier gesagt worden von oder geschrieben worden von verschiedenen Stellen oder von verschiedenen Fraktionsangehörigen, dass hier die Basis stark beteiligt wurde. Also da habe ich das erste Mal gekotzt, weil das hat bis auf diesen Termin am 30.04. und möglicherweise in den jeweiligen, ich sag mal, Themenfilter-Bubbles sozusagen, hat das nicht stattgefunden. Also auf breiter Ebene hat das ganz sicher nicht stattgefunden. Und zwar weder für den Themenvorschlag Netzpolitik, Privatheit, noch für den Bereich ÖPNV. Vermutlich immer, wie gesagt, in den jeweiligen Arbeitskreisen ganz sicher. Aber so, um irgendwie einen breiten Input da noch zu generieren oder ja, ich sag mal, ein Meinungsbild oder sowas zu bekommen, ist mir das zumindest nicht aufgefallen. Das hatten wir hier in der letzten oder in dieser Fraktionssitzung, wo wir das erste Mal über die Enquete gesprochen haben, hatte das genau das ja dazu geführt, dass wir diesen Mumble-Termin 30.04. dann generiert haben, um da halt nochmal ein bisschen Feedback tatsächlich zu bekommen. Da geht es dann im Prinzip mit weiter, der ist auch jetzt nicht so wahnsinnig doll irgendwie propagiert worden. Also fand ich auch nicht ganz so optimal, aber es hat ja einigermaßen geklappt. Es gab ja da zumindest ein bisschen Feedback. Diese Entscheidung muss allerdings aus meiner Sicht jetzt schon getroffen werden. Und da bin ich bei beiden Antragstellern sozusagen. Ich glaube eben nicht, so wie es auch auf dieser nicht öffentlichen Liste diskutiert wurde, dass wir jetzt noch wahnsinnig viel Zeit haben. Ich würde mir zwar sehr, sehr wünschen, es gab ja da den Vorschlag, das auch über einen Parteitag zum Beispiel entscheiden zu lassen. Ich fände das eine tolle Vorgehensweise. Allerdings glaube ich da in der Tat, dass wir diese Zeit nicht mehr dafür haben. Ich glaube, Stefan war es noch heute Morgen oder gestern, der da den Zeitstrahl sozusagen auch nochmal aufgemacht hat. Wir brauchen am Ende der Enquete-Kommission tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit hier im Parlament, und ich bin sofort fertig, hier im Parlament, um das weiter zu beraten, um da vielleicht noch Anträge raus zu generieren, ein bisschen Öffentlichkeit Richtung 2017 oder Wahl 2017 zu generieren. Deswegen, die Situation ist jetzt so, wie sie ist. Wir werden uns entscheiden müssen zwischen eine der beiden Enquete-Kommissionen. Frank, was ich jetzt nicht so gut fand, ist, ich sag mal, deinem Wortbeitrag habe ich so ein bisschen entnommen, die andere Enquete so ein bisschen, ich sag mal, schlechter zu machen. So ist es zumindest bei mir rübergekommen. Beides sind absolute Kernthemen, die wir als Piraten für uns definiert haben. Und beide Enquetes haben, glaube ich, ihre Berechtigung.
Und ich persönlich werde beiden Enquetes in einem Approval-Voting-Verfahren zustimmen, weil ich beide soweit gut finde. Kai. Ja, jetzt hat der Daniel natürlich mir so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Ich hatte noch den Aspekt gerade, dass Frank sagte, die Basis hätte schon entschieden. Da hätte ich ganz gerne mal nachgefragt, ob damit die Mumble-Sitzung gemeint ist, in der Teile oder geringe Teile der Basis dann für die ÖPNV-Enquete gestimmt haben. Also diese Basis hat entschieden, kann ich jetzt nirgendwo nachvollziehen. Und möchte da auch noch mal ganz klar sagen, ja, wir müssen, Dietmar geht jetzt leider raus, wir müssen das heute hier entscheiden und wir haben echt nicht mehr die Zeit, das noch weiter nach hinten zu ziehen. Ich hätte mir diesen ganzen Prozess natürlich deutlich früher gewünscht. Ich bin, glaube ich, einer derjenigen, die immer wieder gesagt haben, was ist jetzt mit der Enquete? Aber es ist jetzt so, wie es ist und ich glaube, wir müssen hier heute die Entscheidung fällen und nichts sollte uns davon abhalten. Lukas. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht die Kritik oder die aufgekommen ist, dass hier irgendwie der Eindruck erzeugt wird, das sei irgendwie die beiden Sachen ständig in Konkurrenz zueinander. Faktisch tun sie es aber. Grundsätzlich habe ich zumindest den Prozess in den letzten Wochen mitverfolgt und auch gestern im Stream zugeschaut habe, immer das Gefühl gehabt, dass beide, egal ob Frank oder Olli, sehr konstruktiv auch miteinander gearbeitet haben und immer wieder betont haben, dass es irgendwie kein persönliches Battle ist, ja, und wer hat den besseren Antrag und wer hat die schönste Schrift, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und ja, das ist eine ganz glasklare Situation. Wir müssen uns entscheiden und davor haben wir wieder Angst. Das ist zumindest das, was ich vernehme und spüre, und dann wird tatsächlich wieder versucht, das bemerkt auch Mitarbeiter an, das auszulagern und vielleicht doch nochmal irgendwie das Ganze auf einer anderen Ebene entscheiden zu lassen, und die Zeit haben wir einfach nicht. Ich habe mich dazu zum ganzen Verfahren noch nicht geäußert, deswegen möchte ich diese Gelegenheit hier nutzen, um auch mal zu beiden Sachen was zu sagen, denn ich sehe für beide Stärken. Zum einen ist es natürlich der große netzpolitische Komplex. Ja, es ist ein Metathema, was natürlich wiederum gut ist, denn ich schätze mal, wir müssen auch noch als Fraktion, ja, das werden wir halt auch im Verlauf der nächsten Wochen hoffentlich, unsere Themenschwerpunkte neu definieren und neu setzen, uns vielleicht auch nochmal neu strukturieren. Und da denke ich, dass so eine Meta-Enquete-Kommission sehr viel fruchtbaren Boden für zukünftige Initiativen bietet, die wir im Parlament machen. Und ja, dieses Meta-Thema ist der Grund, wieso es die Piraten gibt und der Grund, wieso wir auch in den Parlamenten sitzen. Gleichwohl ist es so, dass ich die Verkehrs- oder den Vorschlag für die Verkehrs-Enquete ebenso spannend finde, weil es ist einfach ein greifbareres Thema und es ist leichter zu vermitteln. Es lässt sich wesentlich einfacher damit für die breite Öffentlichkeit klassische PR machen. Und da muss sich jeder von uns, der jetzt gleich aufzeigen wird, dann fragen, welchen Schwerpunkt will ich? Will ich einen Effekt? Will ich Werbung machen? Das ist der eine Weg, den man gehen kann. Es ist einfacher zu vermitteln. Oder will ich halt auch eben diese Meta-Enquete, die in viele Bereiche der Fraktion eingreifen wird und halt auch eben einen Kernpunkt der Piraten zementieren kann. Ich persönlich bin noch unschlüssig, ich werde mich vermutlich auch für beide entscheiden, wobei ich eine Tendenz habe. Toso. Jo. Ich finde, um mal inhaltlich anzufangen, um an Lukas anzuknüpfen, auch genauso beide spannend, wobei ich da schon eine klare Präferenz habe. Möchte aber auch Lukas da zustimmen, gerade bei der zweiten Enquete hier, Privatheit, dass man das eben nicht nur auf Privatheit fixiert, sondern breiter anlegt. Wenn man das Privatheit da in dem Titel einfach weglässt, vernetzte Lebensräume in NRW, der Mensch und in der digitalisierten Gesellschaft, ist das ein viel, viel globalerer Ansatz zwar, aber auch ein Ansatz, der es wirklich wert wäre. Und das nicht nur auf Privatheit zu fokussieren.
Was ich aber hauptsächlich sagen möchte, ist, dieses Gegeneinander, was jetzt hier irgendwie durch den Raum waberte, das habe ich in keinster Weise gesehen bei euch. Nie, überhaupt nicht. Deshalb, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Entscheidung gegen irgendjemand ist, die hier getroffen werden soll, sondern für irgendeine Schwerpunktlegung. Das ist alles. Und ich glaube, dass wir alle weiterhin zusammen an diesem Schwerpunkt, den wir dann gemeinsam beschließen, arbeiten. Ich glaube nicht, dass das hier eine Gegengeschichte ist. Ich hätte auch sinnvoller gefunden, das Ganze größer aufzuziehen, den Entscheidungsprozess vorher. Angst habe ich davor übrigens gar nicht, diese Entscheidung hier zu treffen für mich. Ich fände es halt nur toller, wenn wir wirklich mehr die Basis-Trademark da eingebunden hätten an der Stelle. Und das ist mir wirklich zu kurz gekommen. Das müssen wir mitnehmen für die nächsten Entscheidungen, das besser zu machen. Und ansonsten sehe ich mich durchaus in der Lage, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Deshalb go. Gut, die 15 Minuten sind um. Ich habe jetzt noch Moni, Olli und den Stefan auf der Rednerliste. Moni zieht zurück und danach müssten wir erneut abstimmen oder wir können dann endlich abstimmen. Dann ist jetzt der Olli dran. Ja, jetzt ganz kurz zu der Basisentscheidung. Krankes System haben wir ja auch nicht in der Basis entschieden, ob wir da eine Kampagne fahren oder sowas. Und ich finde eigentlich den Zeitpunkt, jetzt darüber zu diskutieren, etwas schlecht. Der letzte Zeitpunkt wäre letzte Woche gewesen, als wir über das Verfahren gesprochen haben, was wir jetzt vorhaben. Ich finde es ganz gut jetzt auch wieder, dass wir hier zwei Sachen haben, zwei Themenvorschläge, weil wir dadurch auch im Grunde jetzt euch alle hier fordern, euch da näher reinzudenken. Und der Frank hat eben gesagt, ja, es geht hier um Netz- und Kernthemen und Tosa hat gesagt, es geht hier um Schwerpunkte. Ich würde sagen, da werbe ich natürlich dann für die ÖPNV-Enquete auch, aber ich würde sagen, es geht hier nicht um einen Schwerpunkt, sondern es geht hier vor allem um das Mittel, was wir in der Hand haben und was wir verwenden können, dieses Mittel der Enquete. Und das ist auf keinen Fall dann immer eine Schwerpunktsetzung der Fraktion oder sowas. Die Grünen haben auch nicht schwerpunktmäßig chemische Industrie in ihren Anträgen, sondern es pausiert ja dann auch zwei Jahre lang das Thema im Grunde, ne? Das spezielle Thema, was man hat. Und wir haben uns mit unserem Thema ÖPNV für ein Thema entschieden und auch für eine Schwerpunktsetzung Finanzierung entschieden, das 100% in einer Enquete funktioniert und wo wir wissen, das Thema klappt in einer Enquete, damit, da können wir alle Fraktionen mitnehmen. Es wäre sehr schlecht, auch für die Privatheits-Enquete hier sehr in die Breite zu gehen, weil wenn man zu sehr in die Breite geht, gewinnt man mit einer Enquete leider gar nichts. Eine Enquete in NRW sieht da auch ein bisschen anders aus als zum Beispiel im Bund, wo man ja tatsächlich relativ breite Enquetes haben, aber die funktionieren anders. Wir haben hier mit ÖPNV ein Thema oder mit ÖPNV-Mobilität und Finanzierung des ÖPNV ein Thema, was viele Piraten jetzt gerade bei der Kommunalwahl nutzen, plakatieren und auch tief bearbeiten, wo sie sich reinknien und wo sie von uns auch was brauchen und wir brauchen dazu die Enquete. Wir haben am Anfang hier mit dem fahrscheinlosen ÖPNV und unserer Positionierung in der Verkehrspolitik ein ziemlich geiles Thema zu einem ziemlich richtigen Zeitpunkt besetzt und dann intelligent hier vorangetrieben und es gelungen, ein klassisch grünes oder ein klassisch linkes Thema zu kapern, zu modernisieren und in die aktuelle Debatte der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung einzubringen. Und das ist ziemlich genial. Wir haben da implizit diese Innovationskraft, die in diesem Thema liegt, nach Jahren des Stillstands erkannt. Also seit den 80ern gibt es ja dieses Thema, aber jetzt ist es aktuell und jetzt ist es auch sehr sexy und jetzt berichten auch Medien darüber. Ich kürze das mal stark ab. Momentan eher auf der Basis Ausländermaut oder Zusatzabgabe, aber wir möchten das gerne auf ein hohes Niveau stellen und dazu zwei Jahre lang auch die anderen Fraktionen sozusagen bearbeiten mit den Expertenmeinungen, die außerhalb der Politik schon existieren. Wir wollen also dieses Expertenthema endlich ins Parlament zurückholen und endlich mal ein Thema, was alle tagtäglich betrifft, ordentlich hier zwei Jahre lang bearbeiten. Stefan? Kurz. Erstens,
niemand, der an den beiden Enquete-Teams teilgenommen hat, sieht sich heute in einer Kampfabstimmung. Wir haben uns auf diesen solidarischen Wettbewerb eingelassen, weil wir uns mit der Fraktion schon vor einem Dreivierteljahr dazu entschieden haben, dass nicht nur ein Thema ins Rennen gehen soll, sondern mehrere. Es wurden ja auch mehrere Themen genannt, aus denen sich dann diese beiden herausgeschält haben. Wir haben uns mehrfach getroffen, um miteinander an einer guten Vorbereitung zu arbeiten. Ihr entscheidet euch nicht gegen eine Gruppe, sondern ihr entscheidet euch für ein Thema. Bitte tut das. Bitte berücksichtigt bei dieser Entscheidung auch die Umsetzungsfähigkeit und die Anschlussfähigkeit dieses Themas. Ich weiß, ich bin nicht neutral, das behaupte ich auch gar nicht. Ich behaupte, ich habe durchaus die Auffassung, dass unser Thema ÖPNV in einer Enquete besser aufgehoben ist, aber ich will euch in dieser Hinsicht nicht mehr erzählen, weil das würde ja auf mich selbst zurückfallen. Ganz kurz nochmal zu der Frage, inwieweit das ÖPNV-Thema womöglich schon zu klar ist, um überhaupt noch eine Enquete zu brauchen. Das ist es nicht. Wir haben allerdings ein gutes Fundament, um diese Fragen, die durchaus komplex sind, die durchaus strittig sind, in einer Enquete zu behandeln. Und dafür ist ein Zeitraum von 2 Jahren nicht zu großzügig gewählt. Aber in diesen 2 Jahren lässt sich das Thema so voranbringen, so konkretisieren, dass wir es anschließend in unserem Landtagswahlkampf und im Landtagswahlkampf der anderen Piratenfraktionen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Berlin kommunizieren können. Das habe ich auch versucht in meiner Mail deutlich zu machen. Wir arbeiten mit diesen Freunden in den anderen Ländern bereits zusammen und wir haben von denen signalisiert bekommen, dass die unsere Unterstützung hier brauchen. Aber mein Plädoyer geht an dieser Stelle erstmal nur dahin, bitte habt den Mut, diese Entscheidung zu treffen und trefft diese Entscheidung für das Thema und nicht gegen das Team. Und zum Schluss noch der Frank. Ja, weil ich eben darauf angesprochen bin, worden bin, dass die Basis sich hier irgendwie nicht konkret zu den Enquetes verhalten hat. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe die Basis hat sich entschieden, was ein wichtiges Thema ist, nämlich das Netzthema, und hat sehr großes Engagement in dieses in die Netzpolitik reingelegt, durch Snowden, durch was auch immer, was sie seit mindestens einem Jahr macht und was wir Piraten schon lange genug machen. Ich habe halt dafür geworben, am Anfang und auch jetzt natürlich noch ein Netzthema zu nehmen. Wenn wir diese einmalige Gelegenheit haben, so eine Sonderkommission hier mit einem Thema zu bestücken, dann ist es, glaube ich, wirklich an uns Piraten, dass das ein Netzthema ist und nichts anderes. Ich möchte das andere Thema, was wir haben, nicht schlecht machen. Wir haben viele Möglichkeiten hier im parlamentarischen Betrieb, so wie es bisher auch gemacht wurde, das auch weiter zu verfolgen. Und persönliche Konkurrenz gibt es hier nicht. Also wer das unterstellt, ist Quatsch. Gut, das passt ja jetzt optimal. Die Rednerliste ist leer. Das heißt, wir kommen jetzt zur Abstimmung und danach zur Pause. Wir haben hier Beschlussfassung. Daniel hat ja auch gerade schon gesagt, auch das kann man im Approval machen. Ihr könnt dreimal die Gelegenheit, eure Hand zu heben oder auch nicht. Punkt 1 ist der Punkt Mobilität, Entwicklung und Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs im gesellschaftlichen und technologischen Wandel. Wer möchte dieser Enquete so zustimmen, dem bin ich um das Handzeichen. Und Händchen oben lassen, bitte. Approval ist das. Welches aufgehoben, weil die andere oben steht? Erstens Mobilität, habe ich gerade vorgelesen. Ich muss mal wieder F5 drücken hier, glaube ich. Oder zweitens Privatheit, vernetzte Lebensräume in NRW, der Mensch und seine Privatheit in der digitalen Gesellschaft. Wer möchte diese Enquete haben? Dann noch die dritte Möglichkeit, wer möchte keine von diesen beiden Enquetes haben? Gut, Stefan hat gerade mitgezählt, wir hatten 12 bei der Mobilität und 8 bei der Privatheit. Damit ist die Fraktion dafür, die Enquete Mobilität ins Leben zu rufen.
Damit sind wir am Schluss dieses Tagesordnungspunktes und wir können außer Moni. Ein Satz noch. Also ja. Ist ja gerade gesagt, es ist keine Konkurrenz. Worum ich jetzt bitte, ist tatsächlich diese ganze viele Arbeit, Frank, die ihr euch gemacht habt, wofür ich auch nochmal allen Danke sagen möchte. Das war sicherlich eine Riesensache, die ihr da gemacht habt. Ich möchte euch oder ich möchte uns alle bitten, uns das, was Frank gemacht hat, sehr genau anzuschauen. Das ist ja nicht vergeben. Was können wir daraus machen? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir das in Anträge gießen? Bitte da jetzt auch gucken, dass das nicht einfach verschütt geht, sondern dass wir auch das aufnehmen und da weiter mitarbeiten hier. Ein Schlusswort. Ja, ich sage danke für das ÖPNV-Team. Aber ich frage jetzt auch direkt, wie geht es weiter beim Thema Datenschutz? Ne? Frank hat, wir haben uns auch mit der Argumentation von Frank sehr auseinandergesetzt und dabei kam immer heraus, dass da auch Personal fehlt, dass vielleicht auch noch jemand in die Fraktion kommen sollte, der sich als Datenschutzaktivist mit dem Thema beschäftigt und da, denke ich, ist die Fraktion auch aufgefordert, in nächster Zeit dann auch nochmal aufzustocken, weil das Thema ist ja auch einfach wichtig, so, wir müssen da gucken, dass wir auch da vorankommen, dass das jetzt nicht mit, ihr habt gute Arbeit geleistet und das war's, sondern dass man dann auch nochmal nachlegt, also es war jetzt kein Entweder-Oder, ne? Danke. Ich sehe Frank die Stirn runzeln. Ich hoffe, ich spreche jetzt für ihn. Die Fraktion muss ja noch sich über die eigenen thematischen Schwerpunkte Gedanken machen und das neu festlegen. Das ist ja unter anderem halt auch eben Ziel dieses ganzen Prozesses, das wir noch nebenher durchlaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass halt eben genau dieser thematische Schwerpunkt als einer sich herauskristallisiert, sodass ich denke, dass wir uns entsprechend auch in diesem Bereich aufstellen werden. Und so hoffe ich es persönlich, denn ich würde ganz gerne in diesem Bereich in Zukunft auch mehr machen, auch ohne Enquete. Gut. Was willst du denn jetzt noch sagen? Ja, Ingo will noch was loswerden. Die MDL, die mir ihre Statements für die Plenarübersicht noch nicht gegeben haben, sind herzlich eingeladen, das jetzt noch zu tun. Um 12 Uhr geht sie raus, mit oder ohne Feedback. Das war gut, dass du das vor der Pause gesagt hast. Okay. Damit, wir haben 11.50 Uhr, wir machen Pause bis 5 nach 12. Danke. Zur Beschlussfassung kommt der Grumpy, bitteschön. Ja, hallo. Geht auch relativ schnell und einfach. Es gibt hier immer wieder Aktionen, die auch die einzelnen Fraktionen oder einzelne Landesverbände unterstützen. In dem Fall handelt es sich um eine kleine Aktion, wo an einem ganz bestimmten Zieltag einfach auch mal ein Splash-Screen vor die reguläre Seite geschaltet wird. Die Ausarbeitung läuft noch. Es geht halt darum, halt auch um global auch wieder auf den Bereich der Überwachung hinzuweisen. Es handelt sich um eine eintägige Aktion von sehr, sehr vielen NGOs weltweit, unter anderem Access Now Washington. Also es ist ein sehr, sehr großes Unterstützungsnetzwerk und es ist eine von den Aktionen, die man mit wenig Kosten und geringem Zeitaufwand auch mal eben ein bisschen pressetechnisch supporten könnte. Eure Meinung dazu fände ich vielleicht nicht schlecht und ich würde dann vorschlagen, dass wir dem vielleicht zustimmen. Oliver. Ich mache es jetzt genauso wie die anderen auch mal hier. Ich habe eine sehr gute Meinung dazu, aber ich habe eine Verfahrensfrage und zwar, würdest du dich nachher auch darum kümmern, dass die Sache auch ordentlich umgesetzt wird und den Hut aufhaben, auch wenn du bereits eine Mütze hast? Dass es sich um eine direkte Nachfrage handelt. Ja, ich würde dies dann auch entsprechend mitbetreuen. Lukas. Wir haben, steht jetzt glaube ich auch schon im Pad, ne? Also es geht halt das zu koordinieren zwischen der IT und der Pressestelle, dass du da halt als Ansprechpartner und Koordinator zur Verfügung stellst. Wenn du das machst, dann ist alles super. Klassische Proxy-Funktion. Wunderbar, der Grumpy hätte im Falle, dass wir uns dazu entschließen, also den Hut auf und kümmert sich Koordination, Presse und IT. Das heißt, da wir keine weiteren Wortbeiträge mehr haben, haben wir hier den Antrag, den wir jetzt beschließen können. Die Piratenfraktion NRW bewirbt die globale Reset the Net-Aktion über den eigenen Internetauftritt entsprechend und bindet am 5. Juni den Splash-Screen zu dieser Aktion mit ein. Wer diesem Antrag so zustimmen kann, den binde ich jetzt um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank.
Dann kommen wir zum Top 9, Auswärtstermine in Sitzungswochen, eingebracht von Kai. Ja, wir hatten in der letzten Woche die Republica, eine für uns durchaus extrem wichtige Veranstaltung. Und es lassen sich sicherlich auch noch weitere Veranstaltungen finden, auf der es notwendig ist, dass wir dort vertreten sind, dass wir dort Know-how mitnehmen oder whatever. Sowas wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder Termine geben, die für mehr als einen Abgeordneten wichtig sein werden, große Versammlungen. Aber das muss halt nicht zu dem führen, was letzte Woche wieder los war. Es waren, der Oliver zum Beispiel war im Überstress, der sprang irgendwie zwischen verschiedenen Sitzungen hin und her. Ich saß zunächst mal alleine da, danach dann mit Oliver und Nico. Oder kurz gesagt, es war einfach schlicht und ergreifend nicht organisiert, wie wir mit dieser, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausfallsituation umgehen. Von daher bitte ich darum, dass wir solche Großveranstaltungen mit ausreichendem Zeitfenster vorab in der Fraktion besprechen, vorab in der Fraktion klar machen, wie stark wir dort vertreten sein müssen, also wer tatsächlich sogar entsendet wird von uns und wie wir die Vertretungssituation hier im Landtag dann regeln. Es sollte so weit gehen, dass während der Planung dieser Veranstaltung klar ist, wer welche Vertretung macht. Und es sollte auch sogar so weit gehen, dass wir im Vorfeld auch wissen, wenn jetzt einer dieser Vertreter ausfällt, aus Krankheitsgründen oder whatever, wie wir darauf reagieren, wen wir im Notfall auch zurückholen können von der Veranstaltung, sodass klar ist, egal wie es kommt, die Prio 1 liegt trotzdem hier im Landtag. Das wäre mein Anliegen. Daniel? Denn ich war auf der Republika, soviel ich weiß, der Michael auch noch. Ja? Allerdings auch nur bis Mittwoch oder so. Ne? Sonst war, glaube ich, niemand da. Insofern geht es ja um mich. Michael, ja. Und ich. Ich habe Vertretungen besorgt, das hat aber eben teilweise nicht funktioniert, offenbar. Ich habe die auch kommuniziert. Ich habe mich sehr über den Ton geärgert, den Herr Kaider an den Tag gelegt hat. Republika ist vielleicht eine Großveranstaltung, die steht jedes Jahr fest. Wir wissen auch schon, wie die für 15 feststeht. Wir können bitte darauf Wert legen, dass da sitzungsfrei in Zukunft ist. Für mich ist die Republika sehr wichtig, da zu sein. Im Zweifel kann man auch Ausschüsse vertreten, wie gesagt, oder allein machen. Ist halt so, haben wir auch schon umgekehrt gehabt, dass ich irgendwo allein saß, weil das mit der Vertretung nicht geklappt hat. Wenn wir da in Zukunft hier so eine formale Regelung treffen wollen, dann fände ich das ziemlich kacke. Ne, also ich meine, auch bei Inhouse-Terminen, wenn da mal eine Vertretung nicht funktioniert, ich weiß, sehe nicht genau, warum wir da unterscheiden sollen. Um die Situation vielleicht auch ein bisschen zu entspannen, das ist ja, glaube ich, ein eher sehr unglückliches Einzelphänomen gewesen, zumindest aus meiner Sicht, weil ich bin im Ausschuss, wo Daniel und Kai drin sind, Stellvertreter. Wir hatten relativ kurzfristig eine LPK zum Hochschulgesetz terminiert, das sich nur so ergab, dass es dann da, und ich hatte am selben Nachmittag auch eine Ausschusssitzung für Forschungsausschuss. Dann ist aber auch noch die Moni krank geworden und ausgefallen, sodass man da auch, ja, ne? Ich sage ja halt, das ist, ich sage mal, unter normalen Umständen, alle gesund und arbeitsfähig, wäre das kein Thema gewesen und ich hätte im Wirtschaftsausschuss gesessen. Bin fertig.
Das fällt dir ein, ey. Olaf? Hast du einen gelben? Olaf? Ja. Also Kai, erstmal gebe ich dir grundsätzlich recht. Hier, wie hattest du es genannt, Inhouse oder hier Parlamentstermine gehen natürlich immer vor. Trotzdem gibt es immer wieder Einzelfallentscheidungen, wo jeder für sich entscheiden muss, was ist jetzt wichtiger. Und das ist eine rein, und ich sage jetzt mal wirklich an der Stelle, eine moralische Frage. Und da habe ich mich auch schon mal hier mit Leuten in den Haaren gekriegt, dass ich gesagt habe, ich komme an dem Tag erstmal eine Stunde zu spät zur Sitzung, schaffe ich vorher nicht, weil ich vorher einen Termin hatte, den hätte ich um nichts in der Welt. Ich war froh, dass ich ihn noch an dem Tag morgens gekriegt hatte. Das war ein Gespräch mit dem Bürgermeister damals bei uns und das hätte ich bestimmt nicht aufgegeben dafür. So. Und so Sachen können immer wieder passieren. Und das ist natürlich eine Sache, von daher halte ich das hier von wegen, das grundsätzlich jetzt in so einer Regel zu gießen, falsch. Ich glaube, das sollte jedem klar sein, dass grundsätzlich die Termine hier vorgehen, aber eben nur grundsätzlich. Es gibt keine Absolutregelung an der Stelle und ich würde mich da auch, sage ich jetzt mal wirklich ehrlich gesagt, verweigern, mich da einer Absolutregelung zu unterwerfen, weil es kann im Einzelfall wichtiger sein, woanders zu sein, anstatt hier an einer Sitzung teilzunehmen. Das ist zwar als solches meine Pflicht, aber ich sage mal ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der ganz einfach guckt, was finde ich richtig und was finde ich falsch, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Und dann gucke ich vielleicht danach mal nach, ob das irgendwie mit meinen Pflichten oder so kollidiert. Und wenn es das tut, dann mache ich nochmal die Abwägung und dann sage ich auch gelegentlich schon mal, fuck off. Egal, dann ist es eben so, dass es gegen meine Pflichten wieder stößt. Mal gucken, was passiert. Ich halte es moralisch für falsch, mich in dem Moment an meine Pflicht zu halten. Und mir ist es immer wichtiger, moralisch mit mir integer zu sein, anstatt mit den Rechten integer zu sein. Das ist in Ordnung, das ist aber nicht das Hauptaugenmerk, worauf ich mich beziehe. Und von daher, wie gesagt, würde ich mich verweigern, das als eine Absolutregelung zu akzeptieren. Daniel. Ja, zum einen Richtung Daniel, du warst tatsächlich, glaube ich, hier nicht der alleinige, zumindest nicht der alleinige Adressat. Das hatte Kai ja auch auf der Mailingliste deutlich dargestellt, dass es eben nicht jetzt explizit um dich ging, auch wenn ihn das, glaube ich, dann natürlich betroffen hat, weil ihr eben im gleichen Ausschuss sitzt. Ich halte es zum Beispiel für selbstverständlich, dass du als Vertreter für uns dann sozusagen zur Republika fährst. Und es gibt genauso viele andere Veranstaltungen, wo es wichtig ist, dass jemand von uns da ist. Und da unterstütze ich eben nicht das, was Kai sagt. Da hat eben nicht immer hier der Landtagstermin die oberste Priorität. Es gibt manchmal eben auch Außentermine, Veranstaltungen oder sowas, die für den einzelnen Fachpolitiker mindestens genauso wichtig sind. Und dann gilt es, das abzuwägen, vor allem aber halt tatsächlich sinnvoll und vernünftig abzusprechen, dass die Situation, wie sie halt letzte Woche dann eingetreten ist, nicht eintritt. Und auch wenn sich dann nochmal durch Krankheitsausfälle oder sowas irgendwie die Situation verändert, dann bin ich halt eben auch in der Pflicht, nochmal da tatsächlich einzuschreiten und irgendwie dazu beizutragen, dass eben diese Vertretungssituation ja geregelt wird. Ob das jetzt dann über die Mailingliste folgt oder meinetwegen auch telefonisch oder sonst wie, ist im Prinzip relativ wurscht. Ich empfand das letzte Woche als auch außerordentlich chaotisch. Also ich hatte nicht immer den Überblick, wer jetzt wann wo irgendwie eine Vertretung oder sowas in irgendeinem Ausschuss übernimmt. Ich fand das weil es da teilweise auch hin und her ging und teilweise dann gesagt wurde, naja, wenn ich nicht dahin muss, dann gehe ich dann doch lieber dahin oder was weiß ich nicht. Da gab es sehr, sehr viele Mails zu, fand ich alles relativ suboptimal. Müssen wir anders regeln, müssen wir frühzeitiger kommunizieren, frühzeitiger vielleicht auch irgendwie hier zumindest fraktionsöffentlich zu machen, wenn man eben sagt, Daniel ist eben auf der Republika, der Vertreter für den entsprechenden Ausschuss ist dann eben der und der. Und dann weiß man auch genau, wenn derjenige ausfällt, dass für den dann halt auch wieder ein Ersatz zu suchen ist. Also so wahnsinnig kompliziert ist das Ganze letzten Endes nicht. Und wenn dann tatsächlich am Ende mal was in die Hose geht, ja, also dann nochmal jemand krankheitsmäßig ausfällt oder durch sonst irgendwas ausfällt, dann ist das so, ne, wie Daniel gerade gesagt hat, dann
sitzt man dann meinetwegen auch mal alleine in einem Ausschuss und muss sich vielleicht auch ein bisschen dann durchkämpfen. Aber ich glaube, das wird in der Realität, wenn wir es vernünftig absprechen, außerordentlich selten vorkommen. Kai? Ja, zunächst zu Daniel Schwert nochmal. Du warst nicht gemeint an der Stelle. Natürlich war ich in der Situation dann alleine im Ausschuss. Natürlich war ich mit der Situation dann unzufrieden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du auf der Republika warst. Das habe ich hier auch, während du gerade noch außerhalb des Saals war, ganz klar und deutlich gesagt, dass ich glaube, dass es Veranstaltungen gibt, die extrem wichtig für uns sind, wo wir dann sogar als Fraktion Leute hin entsenden müssen, quasi. Das war ungefähr den Tenor, den ich gerade benutzt habe. Mir geht es nur darum, dass wir sowas... Die Republika fällt nicht vom Himmel. Die weiß ich nicht irgendwie in der Woche vorher oder so, sondern die weiß ich in der Regel... Wahrscheinlich ist der neue Termin schon raus für die nächste Republika. Und so ist es auch mit vielen anderen Großveranstaltungen. Und die kann man im Vorfeld planen. Das ist der Punkt, um den es mir geht, diese Planbarkeit zu erreichen und im Prinzip klarzumachen, ja, wir schicken da Leute hin und wir machen dann eben an dem Tag keine Pressekonferenzen. Also nochmal, das ist keine Kritik an der Pressekonferenz, sondern wir hätten das vielleicht anders terminiert, wenn wir ein Vierteljahr vorher Bescheid gewusst hätten, wir haben da an dem Tag einen Engpass. Das hätte ich jetzt als selbstverständlich empfunden, dass man das dann versucht, anders zu timen. Also das sind dann Probleme, die dann einfach nicht auftreten, dass man sich nicht noch zusätzliche Termine da reinholt, wenn man eh schon einen Engpass hat. Und Joachim, es ist eben kein Einzelfenomen. Wir hatten das gleiche Problem letztes Jahr auch bei der Republika, glaube ich. Ich weiß nicht, aber es gab letztes Jahr auch schon eine Großveranstaltung. Es war aber genauso chaotisch. Mir geht es um die Planbarkeit. Mir geht es darum, dass wir im Vorfeld wissen, und wenn ich im Vorfeld weiß, ich sitze da alleine, ja, dann ist das so. Ja? Aber ich weiß es im Vorfeld, ich kann mich im Vorfeld darauf vorbereiten, ich kann mich dann hinsetzen und mich mit Themen beschäftigen, mit denen ich mich normalerweise nicht beschäftige und dafür sorgen, dass die Piratenfraktion auch dazu was zu sagen hat dann an dem Tag. Ja? Aber ich kann nicht einen Tag vorher dann auf einmal erfahren, ich sitze da alleine, ich muss jetzt zu einem Thema reden, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Das empfinde ich einfach als unsäglich. Das will ich nicht und das werde ich auch beim nächsten Mal dann einfach nicht tun, dann finden wir halt zu dem Thema nicht statt. Punkt. Olaf, eine rein moralische Frage. Ja, ich glaube, das liegt dann in der Bewertung des Einzelnen. Daniel hat das ja auch gerade nochmal aufgeworfen. Für mich persönlich, und das verlange ich von niemandem sonst, für mich persönlich ist klar, die Sitzungstermine, Plenartermine sind Prio 1. Wer mit mir reden will, kann das zu diesem Zeitpunkt nicht von mir erwarten. Das ist einfach gesetzt. Das habe ich ganz zu Anfang gesagt. Dazu stehe ich, dabei bleibe ich und das werde ich auch nicht ändern. Also in Sitzungen bin ich da, wenn ich nicht krank bin oder so, bin ich da. Punkt. Und nirgendwo anders. Und das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen kommuniziert, dass ich es unglücklich finde, während der Plenartage oder während der Sitzung irgendwelche andere Termine zu verlangen. Eine Absolutregelung, wie du gerade genannt hast, habe ich auch nicht verlangt. Ich habe nur die Planbarkeit verlangt. Ja, und dann nochmal, was Daniel Düngel sagte, Landtag hat nicht Prio, für mich schon, und vernünftig absprechen. Genau, es geht um die Absprache, es geht darum, das zu planen. Punkt. Birgit? Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich die Idee gut finde, das frühzeitig auch irgendwie gemeinsam zu planen, was Kai gesagt hat. Ich wollte ja eigentlich auch zur Republika fahren, ich wäre ja eigentlich auch weg gewesen, konnte dann aber nicht fahren. Aus privaten Gründen vorwiegend, aber ich hatte im Grunde ein halbes Jahr vorher schon gesagt, dass ich fahren wollte und habe das aber eben nur mit den Leuten geklärt, die mich normal vertreten hätten. Also ich fände es sinnvoll, dass man da durchaus dann Pad hat und das mal so als Übersicht irgendwie plant und ich würde halt nächstes Jahr durchaus dann auch mal wieder fahren. Nein, jetzt ist erst der Daniel dran und da kommen noch ein paar. Für Daniel, du hast gesagt, der Abgeordnete selber sei dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Das ist ein bisschen schwierig, wenn du das praktisch erst im Nachhinein erfährst. Also bei mir war das so, ich habe Kais Spruch da erst am Nachmittag des Tages gelesen. Da ist für mich natürlich zu spät, für mich noch irgendwie eine andere Vertretung. Ich hatte eigentlich zwei Abgeordnete hier gefunden, die jeweils den einen bzw. anderen Termin wahrnehmen wollten und hatte die Referenten gebeten, diese sozusagen in die Vorbereitung mitzunehmen. Na, also einfach,
weil diese wir haben ja so interne Vorbereitungen für die Ausschüsse, dass jeder mal seinen Sprechzettel bekommt und so. Das habe ich natürlich nicht mehr verfolgt, ob das stattgefunden hat oder nicht. Und wenn das dann nachher nicht funktioniert hat, und dann bin ich natürlich auch schlicht ratlos. Und da kann ich dann aus der Ferne, wenn ich es überhaupt erfahre, in der Regel auch einfach nichts mehr tun. Ne? Also da bitte ich auch die zuständigen Referenten, wenn die das erfahren, dass es da eine Vertretung gibt, die entsprechenden Leute, die dafür vorgesehen sind, für die Vertretung so ein bisschen mitzunehmen und sich halt auch vielleicht ein bisschen verantwortlich zu fühlen, dass die auch gebrieft werden und dass sie Bescheid wissen oder es nicht aus den Augen verlieren. Das kommt ja freilich auch noch hinzu. Ansonsten kann ich sagen, die nächste Republika findet voraussichtlich in der Woche ab dem 4. Mai, sprich so mehr oder weniger die erste, zweite Maiwoche, würde ich sagen, ist das dann quasi statt. Es wäre natürlich auch toll, wenn das Präsidium hingehen könnte und vielleicht lässt sich das so timen, dass das eine sitzungsfreie Woche ist. Dann haben wir dieses Problem gar nicht. Ne? Also man kann ja durchaus mal so einen Anspruch versuchen anzumelden, wenn jetzt der Plan für 15 geplant wird. Ne? Ist der fertig? Das ist natürlich schlecht. Aber vielleicht lässt sich ja vielleicht just jetzt noch so im letzten Moment noch die Bitte nachschieben. Bitte? Ist geschehen, okay. Ja, nur ergänzend dazu, dass es nicht bei mir gerade hängen bleibt. Im Präsidium ist der Terminplan durch. Also wir können das gerne noch als Fraktion dann versuchen, bei der Präsidentin noch einzubringen. Ist nur eine Idee bei dem, weil ich kann es jetzt nur selber nicht. Es sind jetzt ja mindestens, sag ich mal, zwei sicherlich auch noch sehr viel mehr Leute, die da gerne hinwollen. Und das wäre eine schöne Sache. Wir könnten da so viele hinfahren, wie sowas. Ab dem 4. 5. Mai, ja. Ansonsten halt. Alles klar, danke. Gut. Ich habe jetzt noch drei Redner auf der Rednerliste und dann sind im Moment ja auch schon wieder die 15 Minuten um. Oliver ist der Nächste. Ja, danke. Simone, übrigens auch danke an Birgit, die hat das wirklich vorbildlich gemacht, wie sie erwähnt hat. Ich will aber nicht in die Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft. Und dort haben wir einmal jetzt die Sache, dass wir das mit der Republika das nächste Jahr besser planen wollen. Da wäre meine Frage, wer sich da vielleicht gerne den Hut aufsetzen möchte. Ich würde vorschlagen, dass sich jemand den Hut aufsetzt, der die Republika sowieso stark im Blick hat. Und meine zweite Sache wäre, nachdem Kai diesen Top beantragt hat, haben wir, ich weiß gar nicht, wer da noch mitgeschrieben hat, und Gedanken macht um einen Beschlusstext, den man eventuell hier jetzt beschließen kann, und der steht oben im Pad und lautet, der gilt jetzt generell, nicht für die Republika, sondern einfach so generell für uns, natürlich unter der Sache, dass wir diese Beschlüsse entsprechend dokumentieren müssen, wie alle Beschlüsse. Im Falle von Auswärtsterminen während Pflichtsitzungen ist das MDL für die zeitige Organisation einer Vertretung und die Sicherstellung der Vertretung am jeweiligen Tag verantwortlich. Sollte keine Vertretung möglich sein, so hat § 2 Absatz 1 Abgeordnetengesetz NRW Vorrang. Wir können auch den zweiten Satz weglassen. Toso. Also, dass juristisch möglich ist, total witzig, aber völlig unstreitig. Das können wir bitte einfach außen vor lassen. Das ist schon wieder eine Diskussion, die wir gar nicht führen müssen. Lass uns das einfach rausnehmen. Den Hut aufnehmen für die Verbindung mit der Republika mache ich sehr gerne, weil ich dieses Jahr aus sehr persönlichen Gründen nicht dahin konnte. Und genau das spricht dagegen, dass wir für alles immer so eine Planung haben können. Es gibt sehr persönliche Gründe, warum manche Termine einfach überlaufen. So, deshalb, das mit dem Vierteljahr Vorlauf ist nice to have. Ich werde mit meiner Frau sprechen, ob das nächstes Mal so genau planbar ist. Ich glaube eher nicht. Nächstes Mal? Ja. Das Haus hat 400 Quadratmeter. So. Das habe ich nicht gesagt, das ist deine Interpretation. So, gut. Punkt ist aber... Ihr findet das alle lustig, ne? Ja, ja. So. Punkt ist aber, wir müssen jetzt ein paar Sachen differenzieren. Also zum einen müssen wir als Fraktion wirklich aufs Präsidium zugehen und versuchen, diesen Termin, speziell diesen Termin zur Republika, weil uns der extrem wichtig ist, zu blocken.
Dazu würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, wirklich als Fraktion zur Republika zu fahren. Nicht als Einzelne, sondern alle zusammen. Das wollten wir auch schon mal machen. Das stimmt, das finde ich cool. Genau. Ja, gut. Das okay. Allerdings war der Termin der Republika für 2014 nicht so frühzeitig bekannt, soweit ich das weiß. Das hatten wir versucht. Doch, der war da schon bekannt. Mir nicht, egal. Dieses Mal könnten wir es für 2015, denke ich, gut schaffen, da noch eine externe Fraktionssitzung auch zu machen. Ich würde da, steht ja schon drin, den Hut aufhaben, würde ich auch machen. Es wäre übrigens total schön, also ein, zwei Gespräche nebenbei kann ich verkraften. Alles, was da drüber geht, fühle ich das so ein bisschen, dann brauche ich nicht zu reden. Ruhe hier. So. Und von daher, ich glaube, so eine Situation, wie wir sie in der Woche hatten, mit privaten Gründen, zwei, drei, Republika, also externen Veranstaltungen, das werden wir so häufig einfach nicht haben. Also ich schaffe das auch so häufig nicht, für Gründe zu sorgen. Von daher, alles, was an Planbarkeit da war, ist gemacht worden. Wir können das noch übersichtlicher darstellen, wie Daniel das gerade andeutete. Aber das war es dann auch schon. Danke. Michel? Richtig, das denke ich mir auch jedes Mal. Kannst du jetzt nochmal den keine Nachrichten mehr gucken? Jetzt hör auf, keine Witze mit Namen mehr. Das ist scheiße. Okay. Also ich möchte mich tatsächlich diesem Antrag anschließen, dass wir vom letzten Jahr aufnehmen, dass wir jetzt nicht nur die Planung haben, was gerade vorgeschlagen wurde, dass jemand das übernimmt, dass wir vielleicht es schaffen, dass die Republika oder dass der Landtag um die Republika rumplant, sondern dass wir tatsächlich bitte in Anführungszeichen jemanden dafür einsetzen, der plant, dass wir auf der Republika diese Versammlung machen. Denn alles andere, das ist eine so wichtige Veranstaltung, auch wenn ich nur zwei Tage da bin, man nimmt da so viel mit in dieser kurzen Zeit. Und da laufen so schlaue Leute rum, mal abgesehen von Sascha Lobo, der war vielleicht nicht ganz so schlau, obwohl er auch schlaue Sachen gesagt hat, aber was da für Leute rumlaufen, was man da für einen Input innerhalb von diesen drei Tagen bekommen kann, wir sollten da tatsächlich als Fraktion hinfahren und wenn wir jemandem den Hut aufsetzen, dann bitte dafür, dass diese Reise organisiert wird. Danke. So, als letztes noch der Kai. Ja, es hatte ich ja auf der Tose, mir geht es übrigens nicht anders als dir, ich schaffe das auch nicht mit mehreren Gesprächen gleichzeitig, hatte ich ja auf der Mailingliste auch schon gesagt, wenn das eine Lösung ist, dann ist das auch akzeptabel, ja? wenn wir dann sagen, wir fahren da gemeinschaftlich hin. Wie gesagt, ich finde die Veranstaltung ja auch extrem wichtig. Ich wäre auch gern hingefahren, aber ich verklemme mir das dann meistens, weil wir dann andere Termine haben. Von daher starke Fürsprache für diese Idee, da tatsächlich gemeinschaftlich hinzufahren und darauf einzuwirken, dass wir das in den nächsten Jahren auch tun können, weil wenn Sitzungswoche ist, fahren wir dann nicht gemeinschaftlich hin. Und dann Nico noch. Ja, ich habe da nur noch eine Nachfrage, welchen Termin ich dann blocken soll oder den vorstellen, welchen Wunsch soll ich äußern, dass welcher Termin geblockt wird für 2015. Tose. Die Woche ab dem 4. Mai. Wir suchen jetzt nochmal aus. Ich weiß es, ab dem 4. Mai. Oh, ich nehme das mal so an, aber Tose gibt mir nochmal ein definitives Feedback. Danke. Okay. Dann haben wir noch eine Beschlussfassung, einen Beschluss zum Ende des Tagesordnungspunktes? Fragen? Wir müssen langsam mal. Okay, ja, da steht jetzt noch kein Beschluss. Also ich würde jetzt. Doch, da oben steht in lila beginnt ein Beschluss in Zeile 286. Hatte Oliver eben drüber gesprochen. Ja, aber der ist nicht so gut. Das ist. Ich habe hier eine Beschlussvorlage, ihr könnt die gerne ablehnen, aber wir machen jetzt. Ja, trotzdem ist es eine Beschlussvorlage, das muss jemand beschlossen wissen. Also ich bestehe nicht auf den Beschluss, das war für Kai gedacht. Ich ziehe ihn zurück, aber wenn ihn noch jemand haben will, kann man ihn übernehmen. Frank. Wie wichtiger ist mir, dass da Toto steht? Ja. Damit sie an dir hängen bleibt, ich weiß auch. Entschuldigung. Ich habe es so aufgefasst, dass wir jetzt mit dem Punkt durch sind. Meine Meldung bezog sich dann
auf einen Antrag zur Änderung der Tagesordnung, falls wir das haben, weil inzwischen ist der Entschließungsantrag Vorratsdatenspeicherung rumgegangen. Ich habe ihn hier nochmal ausgedruckt. Ich wollte fragen, ob die Fraktionsversammlung bereit ist, sich da noch mit einer Abstimmung zu beteiligen, dass wir den Entschließungsantrag hier abstimmen können. Alternativ. Hat da jemand was gegen? Nein, dann machen wir das jetzt. Danke. Wer kann diesem Entschließungsantrag so folgen? Den bitte ich um das Handzeichen. Bitte darum, das nächstes Mal wirklich. Wer möchte den nicht? Eine. Wer enthält sich? Wer stimmt nicht ab? Wer hat nicht aufgepasst und stimmt nicht ab? Okay, damit ist der Entschließungsantrag so angenommen. Ich würde vorschlagen, da Top Nummer 11 ja ein öffentlicher ist und Top Nummer 10 fraktionsöffentlich, dass wir den Kreis dann nach und nach kleiner schließen und jetzt erst Top Nummer 11 machen, weil das ja öffentlich ist. Da geht es um die Arbeitsgruppen am Freitag 11 bis 15 Uhr konstituieren. Da müssen wir einfach nochmal formal das Einvernehmen herstellen, weil wir das letzte Mal nur ein Meinungsbild hatten. Die Moni möchte was dazu sagen. Ja, ich hatte das ja angeregt und bin inzwischen nicht mehr sicher. Ich habe heute Morgen auch noch mit einigen Leuten geredet. Unter anderem Daniel hatte ja angemerkt, dass wir ganz klar machen müssen, zunächst, was wollen wir da tun. Wenn wir uns da nur zusammensetzen und sagen, das ist die Gruppe, da hat der Daniel durchaus recht, das können wir auch hier in 10 Minuten machen, dann müssen wir Freitag nicht für anreisen. Insofern müssten wir halt festlegen, was wir am Freitag schaffen könnten. Also ich hatte mir das so vorgestellt, dass man vielleicht auch schon in der Gruppe einen Zeitplan machen kann, nach Terminen suchen kann, wo die einzelnen Leute Zeit haben. Da bin ich aber heute Morgen nochmal darauf hingewiesen worden, dass nach dem Empfinden mancher gar nicht klar war, was der Vorschlag von Steffenhagen war, dass die Leute den irgendwie ganz unterschiedlich verstanden haben, was die eigentlich im Plan haben, sodass ich dann, sage ich mal, im Nachhinein auch ein wenig ratlos war, ob dieser Vorschlag jetzt am Freitag sich dazu treffen, ob der Sinn macht und wenn wir nicht klarkriegen, was genau dann das Ziel dieser Veranstaltung ist, was soll am Ende dieser Veranstaltung stehen, was wollen wir dann beschlossen haben. Nico? Ja, die Frage kann ich dir natürlich nicht beantworten, aber ich kann zumindest klarstellen, was das Vorgehen von Steffenhagen betrifft, was vorgeschlagen wurde. Das habe ich mit einer Mail ja nochmal rundgegeben. Ich kann das aber jetzt hier nochmal explizit sagen, dass es, ich glaube, die Unklarheiten, die du ansprichst, bezogen sich darauf, wie diese Sitzungstermine stattfinden, ob das am Stück ist oder nicht. Und wie du der E-Mail entnehmen kannst, geht es nicht darum, eine Klausur am Stück zu fabrizieren, sondern dass es sich dieser Prozess ja natürlich über einen gewissen Zeitraum erstreckt und dass man immer an einzelnen Tagen sich trifft, dort was erarbeitet, diese Ergebnisse dann wieder zurück in die Gruppe kommuniziert, sich da Feedback holt und dann weiterarbeitet und sich dann im Folgenden wieder einen Tag zusammensetzen. Da muss es natürlich einen Zeitplan geben. Es ist aber nicht so, dass sich 4 oder 6 Tage Leute irgendwo einschließen und dann irgendwo mit dem Ergebnis rauskommen und sagen, so, das ist das jetzt. Das nur zur Klarstellung. Ja. Aber es geht halt über einen längeren Zeitraum. In diesem Zeitraum fallen 4 bis 6, so ist der Vorschlag, Sitzungstermine für eine Arbeitsgruppe an. Ja, dann haben wir das gleich wahrgenommen. Das war auch das, wie ich das verstanden hatte. Offenbar haben wir es viele so verstanden, dass es über 4, 5 Tage am Stück gehen sollte. Wenn die Information halt so ist, dass es dann, glaube ich, dass man doch durchaus sich treffen sollte, um so einen Zeitplan zu erstellen und Ziele für eine Gruppe aufstellen zu können. Dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Freitag doch durchaus Sinn macht. Tuso? Also mir kam es jetzt auch so vor, dass diese Arbeitsgruppen sich da erstmal zusammenfinden sollen und quasi so eine eigene Struktur, so ein Konstrukt aufbauen sollten
noch gar nicht so tief ins Inhaltliche oder überhaupt ins Inhaltliche eintauchen, sondern einfach nur mal sehen, wer möchte in welcher Arbeitsgruppe überhaupt mitmachen und in welchem Rahmen soll dieser Austausch dann stattfinden. Und das kann man Freitag, glaube ich, machen, ohne dass jetzt jemand dabei ist, der einem Händchen hält. Also da vorne gibt es tollen Kakao und Tee und Kaffee und so, das geht. Olli? Ich bin für den Freitag, ich fand Monis Idee auch gut, dafür tatsächlich diesen Freitag da zu nehmen, weil wir hoffen können, dass viele Leute von 11 bis 15 Uhr da dann auch die Zeit haben. Das mit den Räumen gestaltete sich übrigens ein bisschen schwieriger, natürlich, weil da trotzdem Besuchergruppen da sind. Wir haben also keinen ganz großen Raum, kriegen wir aber schon hin. Ich glaube, der größte war sogar der A15, also alles so der A15-Größe. Kriegen wir aber hin. Ich finde es auch wichtig zu sehen, wie viele Leute jeweils da sind, was sich die Leute, die dann zu den Arbeitsgruppen kommen, vorstellen. Wir sollten vorher gucken, ob wir genügend Leute haben, die Arbeitsgruppen zumindest am Anfang als Leiter oder Moderator mal eben sozusagen übernehmen, um so eine Struktur reinzukriegen. Wir sollten stark darauf achten, dass wir eine gute Dokumentation haben, ab dem Freitag, ab 11 Uhr, und die auch irgendwie zusammenführen. Und ansonsten werden wir an diesem Freitag dann tatsächlich, denke ich, auch feststellen, wo wir ein Problem haben. Wenn irgendwo bei einer Gruppe tatsächlich 30 Leute drin sind, oder nur 3, oder weniger als 3, oder wenn eine Gruppe sich so uneins ist, dass sie sich noch nicht mal über den ersten Schritt einigen kann, dann wissen wir, wo der Fehler ist und können reagieren. Und das auch, wenn wir eine Moderation wünschen, eine durchgehende Moderation, dann können wir das direkt an die Moderation, die externe Moderation durchführen, herantragen und brauchen. Also haben diesen Schritt getan, den können wir, glaube ich, wirklich alleine tun. Ich bin da sehr zuversichtlich. Daniel? Ich bin ja per se eigentlich ein recht optimistischer Mensch. Also ich glaube dennoch nicht, dass wir das alleine können. Also selbst die Initialzündung oder dieses Prozess, dieses Ingangsetzen dieses Prozesses, wir kriegen das nicht alleine hin. Also wir können das versuchen am Freitag, klar. Mein Bauchgefühl sagt mir allerdings dabei, dass das in die Hose gehen wird. Ich fände es schön, wenn es nicht in die Hose geht und wenn es tatsächlich auch so klappt. Natürlich ist der Freitag dafür geeignet, wenngleich ich persönlich leider nicht kommen kann am Freitag, ob mit oder ohne Moderation. Aber ich halte das aus dem Bauchgefühl heraus für keine gute Idee. Und ich glaube, wir werden ja nachher über die Moderationsfrage reden, ja, genau. Und wenn wir zu der Entscheidung kommen, diesen ganzen Prozess halt eben mit Moderation zu machen, dann sollten wir den von Anbeginn mit Moderation führen und nicht das erste Treffen ohne Moderation und beim zweiten oder dritten Treffen kommt dann irgendwann die Moderation mit dazu. Also ich würde das stark von dem nächsten Punkt dann im Prinzip abhängig machen, ob wir uns für eine Moderation entscheiden. Wenn wir jetzt allerdings sagen, wir brauchen insgesamt für den ganzen Prozess natürlich dann keine Moderation, okay, dann können wir jetzt auch Freitag ohne Moderation starten, dann ist ja alles schön und gut und wir werden dann halt feststellen, dass das nicht klappt. Also lasst uns da den zweiten Punkt abwarten und wie gesagt, wenn wir dann tatsächlich eine Moderation wollen für diesen Prozess, dann tatsächlich für den gesamten Prozess vom ersten Treffen. Nico? Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Ich finde eigentlich den Freitag gut, dass wir den für die Arbeit nutzen, um den Prozess jetzt auch in Gang zu bringen. Und ich habe mir auch überlegt, wenn wir das jetzt auf den Terminplan im Wesentlichen reduzieren, dass wir das dann auch wahrscheinlich, trotz der Bedenken, die ich grundsätzlich teile von Daniel, dass wir das hinkriegen. Aber was bringt uns das, wenn wir den Terminplan nicht mit den Moderatoren
wenn wir uns dafür entscheiden, halt abstimmen können. Dann setzen wir irgendeinen Terminplan fest, wo wir nicht sicher sind, dass wir das koordiniert kriegen oder dass alle Termine eben abgestimmt sind. Da sehe ich so ein bisschen die, die Schwierigkeit. Insofern ja, lass uns darüber abstimmen. Vielleicht ergeben sich da manche Probleme, Abstimmungsnotwendigkeiten gar nicht. Oder wenn wir sagen, doch, wir haben gemerkt, das ist, ist nur so sinnvoll und dann müssen wir sehen, dass wir eben auch die entsprechenden Leute mit ins Boot nehmen. Vielleicht kriegt man das bis Freitag kurzfristig hin. Ich weiß es nicht. Ich könnte es halt nur anbieten, das zu versuchen, aber auch die Gefahr, dass es eben am Freitag dann nicht klappt. Ansonsten kann man sagen, nee, streichen wir das. Moni. Ja, also mir geht es halt neben diesem Termin tatsächlich auch darum, was der Oliver gesagt hat, dass ich einfach gerne wissen möchte, wer will da eigentlich mitarbeiten. Und ich finde, es kann kein Fehler sein, sich zusammenzusetzen und mal grob zu rastern, was für Themen kommen auf einen zu, ohne dass da Beschlüsse gefasst werden oder was wir machen. Ich glaube, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Wie Olli sagte, wir gucken mal, da sind nur 3 Leute, da sind 30 Leute. Das kann nicht schaden, wenn man auch mal Vorstellungen schon mal klärt. Was für eine Vorstellung habe ich eigentlich davon, was hier erarbeitet wird? Und ich denke, dass Daniel, dass wir ja immer dann oder häufig dann crashen, wenn wir in relativ großen Gruppen sind. Und ich glaube schon, dass wir das schaffen, in kleineren Gruppen da irgendwie was aufs Papier zu bringen oder wie auch immer. Ich finde auch deine Idee gut, Oliver, dass wir uns zwischendurch irgendwann in der Gruppe komplett treffen und dann vielleicht auch sagen, was wir geschafft haben in der Arbeitsgruppe. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwie so eine Plenumsphase an dem Tag auch haben. Ich sehe das nicht so kritisch wie du. Ich glaube schon, dass man da sicherlich nicht große Ergebnisse oder nicht groß inhaltlich arbeitet, aber ich halte das trotzdem für wichtig, dass wir uns da schon mal anschauen, wer ist das denn eigentlich. Vielleicht tatsächlich auch schon mal schauen, was für Arbeitsaufträge sehen wir da für uns in der nächsten Zeit. Also da gibt es sicherlich auch viele Möglichkeiten, wo man zumindest schon mal so einen Startschuss tatsächlich auch geben kann. Und wir haben ja die Ergebnisse aus der GfK. Es ist ja auch nicht so, dass wir aus dem Nichts kommen. Also wir haben ja durchaus auch Unterlagen, die wir verwenden können. Daniel. Ich will nur eins noch mal kurz ergänzen. Aber genau das ist, was du jetzt zuletzt auch noch gesagt hast, Moni. Wir haben die Ergebnisse aus der GfK. Das ist mit einer Moderation halt eben auch erarbeitet worden. Das Meinungsbild letzte Woche hat ergeben, dass wir auch künftig mit einer Moderation weiterarbeiten wollen. Und ich halte es einfach für kontraproduktiv, innerhalb dieses Prozesses eine Veranstaltung zu machen, die dann plötzlich ohne Begleitung stattfindet. Also wie gesagt, wenn wir uns dazu entscheiden als Fraktion, wir machen keine Moderation mehr, dann können wir das natürlich tun, dann ist das egal. Ne? Aber wenn wir uns dazu entscheiden, weiterhin eine Moderation in Anspruch zu nehmen, dann halte ich es einfach für falsch, einen Termin zwischendrin zu machen ohne Moderation. Da fehlt auch den Moderatoren etwas. Also, dann lass doch den Nico das abklären. Dann lass uns doch jetzt diese Diskussion okay. Abbrechen. Ich führe doch zum nächsten. Okay. Dann soll Nico einfach fragen, ob die Chance haben, am Freitag jemanden, wenn wir gleich, was, je nachdem, was wir gleich beschließen, können wir dann ja gucken, ob da die Möglichkeit ist, am Freitag jemanden kommt. Genau, weil bei diesem Tagesordnungspunkt beschließen wir jetzt erstmal einfach nur, nachdem wir ja letztes Mal nur das Meinungsbild abgeholt hatten, dass sich die 3 Arbeitsgruppen am Freitag konstituieren und dieser. Top 11. Arbeitsgruppen am Freitag 11 bis 15 Uhr konstituieren sich. Einvernehmen herstellen heißt der Top. Sonst nichts. Moderation ist der nächste Top. Aber. Ja. Nur für eine Konstituierung. Ja? Also nur um festzustellen, wie viele Leute kommen jetzt da zu der jeweiligen Arbeitsgruppe. Dafür lassen wir das bitte sein mit dem Freitagtermin. Also ich hoffe, dass wir uns mindestens an der Stelle einig sind. Also für so ein 10-Minuten-Treffen, das machen wir nicht. Ja? Ich habe unter Konstituieren auch eher das verstanden, was Moni sagte. Dieses, wo wollen wir denn hin, was haben wir schon? Ich glaube, Moni zieht da gerade so weit zurück, beziehungsweise möchte das erst geklärt haben, ob da eine Moderation dazukommen kann, wenn wir uns dann im nächsten Top dazu entscheiden, eine Moderation haben zu wollen. Das ist so, ja. Ich bin so zufrieden.
Danke. Um das vielleicht zu konsensieren oder wie auch immer, dass wir halt uns darüber jetzt klar werden und das auch beschließen, dass wir diese Arbeitsgruppen grundsätzlich wollen, dass wir die moderiert haben wollen, dass wir da einen bestimmten Moderator haben. Und wenn ich die Information habe, welchen Moderator ich denn kontaktieren soll, ja, werde ich das umgehend jetzt nach der Sitzung tun und fragen, ob der Freitagstermin irgendwie darstellbar ist. Und dann unter diesem Vorbehalt können wir gerne dann auch beschließen, dass wir uns am Freitag treffen. Sollte das nicht möglich sein, wäre ich auch dafür, das dann sein zu lassen, weil um sich 10 Minuten zusammenzusetzen, das hat keinen Sinn. Ja, das zum Verfahren, das wäre mein Vorschlag. Dann möchte ich trotzdem nochmal das Meinungsbild von letzter Woche manifestieren, dass wir dafür sind, dass diese drei Arbeitsgruppen... Ja, ich habe gesagt, das, was wir letztes Mal im Meinungsbild hatten, möchte ich jetzt als Beschluss haben, dass wir diese drei Arbeitsgruppen bilden wollen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ja, ja. Nein, grundsätzlich. Grundsätzlich. Es geht nur darum, dass wir überhaupt die drei Arbeitsgruppen bilden wollen. Nicht wann und nicht moderiert und was auch immer. Wer möchte das nicht? Wer enthält sich? Vielen Dank, dann ist das so beschlossen. Habe ich das jetzt? Wir würden jetzt in den fraktionsöffentlichen Teil, also nicht mehr öffentlichen Teil, eintreten mit dem nächsten Tagesordnungspunkt. Das heißt, der Stream ist aus, Jaroslav. Machst du, sag mir bitte Bescheid, wenn er...